Yippie! Das Krypto- und Grenzwissenschaftliche Magazin zeigt Klaus Donner und seine Entdeckungen aus antiker Zeit. Oder die präastronautischen Beweise aus grauer Vorzeit, aus denen unser Zusammenwirken mit unseren kosmischen Nachbarn sichtbar wird. Beschützen uns Außerirdische seit tausenden von Jahren vor Meteoriteneinschlägen? Gab es uns Menschen schon vor Millionen von Jahren und waren dabei über 10 Meter groß und lebten außerdem mit einer humanoiden, reptiloiden Rasse zusammen? Und war die Technologie in dieser grauen Vorzeit weit, weit fortschrittlicher als die, die von uns heute bekannt ist? Warum gibt es überall auf der Erde tausende Pyramiden, die die meisten Menschen nicht kennen? Und zu welchem Zweck wurden sie, wie eben aus unzähligen Berichten aus aller Welt bekannt ist, vor der großen Flut erbaut? Warum kommen in allen Kulturen der Erde verteilt die Götter der Antike von denselben Sternensystemen und sehen auf den hinterlassenen Steinabbildungen alle gleich aus? Dies ist ein Live-Mitschnitt von Pranavita Vereinskongress Impulse für die neue Zeit, der am 6. bis 7. Juni 2015 in Salzburg stattgefunden hat. Ich habe kein Mikrofon heute, aber das macht nichts. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ein paar fehlen noch. Vielleicht war das Abendessen gestern zu schwer. Abendessen in Form eines Vortrages. Dann alle schon da. Wir haben einen wunderschönen Tag vor uns mit ganz vielen tollen und interessanten Vorträgen. Und der heutige Vormittag ist dem Thema Geschichte oder verbotene Geschichte oder wie immer, wie man es auch nennen will, gewidmet. Und unser erster Redner ist Klaus Donner und ich freue mich sehr, dass er mir zugesagt hat. Klaus Donner ist ein Tiroler. Ist ja Tiroler, lebt in Wien, hat seine Militärzeit in Salzburg absolviert und er hat mir so lieb geschrieben, er freut sich, dass er wieder nach Salzburg kommen kann und schaut, was sich da verändert hat. Klaus Donner ist selbstständiger Kulturmanager, er ist Publizist und Ausbildungsorganisator. Es sind einige Vorträge von ihm auf YouTube ersichtlich, seine Thema ist die Verbindung. Artefakte, Pyramiden, Riesenskelette und vieles andere mehr. Also es ist sehr, sehr faszinierend. Klaus hat mir gesagt, hat einen besonderen Vortrag für Salzburg zusammengestellt, auch mit interessanten Themen drinnen. Und ich denke, alle diese Menschen, die hier kommen, hierher kommen und sprechen und sehr offen und frei und klar sprechen über ihre Themen, sind im Grunde genommen äußerst mutige Menschen. Sehr mutige Menschen. Also ganz, ganz viel das Leben. Und darum freue ich mich ganz besonders und herzlichen Dank für deinen Vortrag, Klaus. Wir freuen uns darauf. Dankeschön. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte mich am Anfang einmal ganz herzlich bei dir bedanken und bei deinem Team für die Rednerarbeit. Und es freut mich, dass ich heute vor Ihnen reden kann. Und ich glaube, ich habe einiges Interessantes für Sie. Entschuldigen Sie, dass ich mich setze, weil mir leichter tut. Dann ich zeige Ihnen und versuche Ihnen so viel wie möglich Fotos zu zeigen. Insgesamt habe ich 250 für Sie, aber ich glaube kaum, dass wir so weit kommen in 2 Minuten. Also beginne ich jetzt. Am Anfang
mit Bildern, die wir vor 4 Jahren gemacht haben. Und zwar habe ich eine Einladung bekommen von Dr. Sam Osmanagic zu einem Vortrag in Visoko in Bosnien bei den bosnischen Pyramiden. Und da habe ich mir die Liste der Vortragenden angeschaut und es waren relativ viele Wissenschaftler und Techniker. Und habe mir gedacht, da sollte ich eigentlich zu meinem Thema vielleicht was Interessantes mit beitragen. Und ich habe vor einigen Jahren einen sehr guten Freund kennengelernt, einen Deutschen, der ein neues System entwickelt hat, das weltweit der Archäologie in Zukunft sehr viel helfen kann. Und ich habe ihn gebeten, ob er mir den Gefallen tun kann und einen Scan über die sogenannte und von der Wissenschaft nicht anerkannte Sonnenpyramide zu machen. Das hat er mir dann gemacht und auf den folgenden Bildern kann ich Ihnen zeigen, dass es sich definitiv zumindest um eine pyramidale Struktur handeln muss. Denn Sie sehen auf diesen Bildern verschiedene farbige Gänge, die in verschiedenen Tiefen mit verschiedenen Farbschattierungen markiert wurden. Am ersten Bild sehen Sie eine Aufnahme von der Spitze der sogenannten, oder ich nenne sie Sonnenpyramide, denn es ist definitiv eine von Menschen bearbeitete Anlage. Das ist eine Gesamtaufnahme und Wissenschaftler haben mir dann erklärt, auch beim Vortrag schon in Visoko, dass die Gänge eine Spiralenform von unten nach oben haben. Die hellblauen Gänge sind in ca. 5 Meter Tiefe. Und vor 3 Jahren hat Dr. Sam Osmanagic an einer dieser markierten Stellen, die wir vermuten eine Eingangsstelle in die Pyramide ist, Grabungen gemacht und sie haben hinter einem Riesensteinblock eine leichte kleine Öffnung vorgefunden, ca. 4,5 Meter Tiefe. Wenn man jetzt die Altersdatierungen, die gemacht wurden anhand von organischen Objekten, die im Ravne-Labyrinth gefunden wurden, geht die Altersdatierung in der Zwischenzeit auf ca. 29.000 Jahre. Und wenn man denkt, dass jedes Jahr Ablagerung der Natur vonstatten gehen, kann man sich gleich ausrechnen, dass in ca. 29.000 Jahren definitiv eine Höhe von ca. 4,5 Meter entstehen könnte. Hier noch einmal eine Gesamtaufnahme und Sie sehen, wie viele Gänge hier vorgefunden wurden. Und Sie sehen im Zentrum eine gelbe Markierung, genau hier oben, wo KN steht und GO in 150 Meter Tiefe. Ein Hohlraum und in diesem Hohlraum, das ist ja das Sensationelle der Entdeckung oder der Erfindung meines Kollegen, dass er auch Materialien feststellen kann. Und zwar bedeutet KN Knochen und GO bedeutet Gold. Also das heißt, dass in diesem Raum, in der Sonnenpyramide, in ca. 150 Meter Tiefe, ein Raum vorhanden ist und in diesem Raum sind eben Knochen und Gold. Das heißt, meiner Meinung nach, dass es eine Art Grabraum im Zentrum dieser Pyramide gibt. Weitere Gänge, und zwar immer in Spiralenform. Das Einzige, was schwer festzustellen ist, einen Verbindungsgang, der unserer Meinung nach von senkrecht nach unten jeweils geht, zu den verschiedenen Tiefen der Gänge. Ein Ingenieur, der wissenschaftliche Untersuchungen, ein Serbe dort macht, meint, er hat festgestellt, dass die starke Energie, die an der Spitze der Sonnenpyramide gemessen wurde, durch die spiralförmigen Ganganlagen eventuell kreiert werden könnte. Genauere Untersuchungen finden laufend statt. Ein weiterer Gang in ca. 600 Meter Tiefe geht von der Sonnenpyramide, die auf dem Bild auf der rechten Seite markiert ist, bis in die nächste Ortschaft durch in ca. 600 Meter Tiefe. Also das sind dann schon Tiefen, wo man sich überlegen muss, wer in der Lage gewesen sein könnte, solche Gänge vor wie viel tausend Jahren zu bauen. Interessant ist insofern, dass im Ravne-Tunnel, nachdem der Dr. Sam Osmanagic Verbot erteilt bekommen hat, Grabungen an der Sonnenpyramide zu machen, dass er dann begonnen hat, das Ravne-Labyrinth auszugraben, das so präzise wieder gefüllt wurde,
wie es geologisch eigentlich oder archäologisch nicht wirklich erklärbar ist. Und zwar finden Sie in den gesamten Ausgrabungen keinen Zentimeter Luftraum. Also für uns hat es ausgeschaut, als wenn der Gang mit einer Technologie vollgeblasen worden wäre, wie man ja heute mit Betonmaschinen Räume wieder komplett füllen kann. Gleich auf der Hauptseite bei unserem CryptoTV YouTube-Kanal haben wir euch eine Playlist abgespeichert, die den einfachen Namen Pyramiden trägt. Dort findet ihr mehrere Videos über die Pyramiden in Visoko, über die Herr Donner hier gerade jetzt spricht. Diese Videos in dieser Playliste mit Aufnahmen in den Tunnelsystemen, aber auch den Außenansichten der Betonplatten und vielen anderen Fakten erhärten die unzähligen Beweise, dass diese Pyramiden eigentlich knapp vor unserer Haustüre wirklich echt sind. Ebenfalls sind in dieser Playliste viele andere Videodokumentationen über Pyramiden, die an Orten über und auch unter Wasser dieser Erde stehen, die ihr noch nie erahnt hattet. Auch von den Pyramiden in Australien, über die ich immer später hier auch zu berichten weiß, sind in dieser Playliste zu finden. So, und nun wieder schleunigst zurück zu Herrn Donners spannenden Vortrag. Wieso man das Warnetunnel, das Warnelabyrinth auch bezweifelt, ist für mich das nächste Unvorstellbare. Denn man kann ja sehen an den Bildern und anhand der Ausgrabungen, dass immer wieder die Seitengänge, die wie gesagt komplett gefüllt sind mit dem Füllmaterial, immer durch ca. halb Meter hohe Steinmauern abgesetzt sind. Das macht die Natur nicht. Und wir haben dann das komplette Rane-Labyrinth für Dr. Samos Managisch gescannt. Und wir konnten ihm zwei Gänge zeigen. Einen Gang, der in Richtung Pyramidengang läuft. Da, wenn Sie diesen geöffnet haben, kommen Sie dann definitiv in die Pyramide hinein. Und einen zweiten Gang, der in die Gegenrichtung geht, wo auch noch unterirdische Hohlräume von uns festgestellt wurden. Das wird dann sehr interessant, wenn diese geöffnet werden. Ich kann Ihnen weitere Details im Moment noch nicht verraten, aber es wird sicher einige Überraschungen noch geben. Und da waren Sie jetzt im Winter bei den Grabungen. Er hat sechs Leute eingesetzt, die auch im Winter weitergegraben haben, nicht nur im Sommer. Und die haben in diesem von uns eingezeichneten Gang einen riesen Stein vorgefunden, also der Gang war mit einem großen Stein blockiert, den haben sie grabungsmäßig umgangen und haben dann einen 150 Meter langen Hohlraum gefunden, der halb mit Wasser gefüllt war, also wie ein Wasserauffangbecken, und sind jetzt dabei, die Grabungsarbeiten fortzusetzen. Es wird sicher noch viele spannende Ergebnisse geben. Es wurden wiederum organische Objekte ausgegraben im Rane-Labyrinth und die sind bereits unterwegs zu Instituten für Altersdatierungen. Also wie gesagt, die Altersdatierungen gehen von Zeitraum 21.000 bis 29.000 Jahre. Also Bosnien hat sicher noch einige Überraschungen frei. Mich freut heute ganz besonders, dass ich Herrn Ingenieur Kusch und seine Gattin das erste Mal kennengelernt habe durch die Einladung zu dieser Konferenz, denn ich glaube, wir haben in Zukunft einige Informationen auszutauschen, denn auch Österreich, bin ich dankbar, Herrn Ingenieur Kusch, hat auch noch einige Überraschungen für die Archäologen bereit. Letztes Jahr habe ich eine Einladung bekommen aus Japan für die Teilnahme an einer Konferenz, beziehungsweise nur meinen Vortrag. Und einige Tage vor meiner Abreise wurde ich angerufen aus Japan. Die Schamanen in Japan haben den Organisator informiert, dass ich unbedingt am Tag nach meinem Vortrag zu einer ganz interessanten Stelle kommen soll und dort eine Zeremonie machen soll. Denn angeblich soll ich den Schlüssel haben, um diese Steinformation und nicht nur in Japan, sondern weltweit Steininformationen zu energetisieren. Dazu soll ich den Schlüssel haben. Wie die mich informiert haben,
habe ich erst einmal richtig gelacht und habe gesagt, ich habe keinen Schlüssel, um irgendwas zu aktivieren. Energien sind mir sowieso unbekannt und da habe ich auch schon viele Schamanen gefragt, wieso so viele Menschen auch hier sicher anwesende Energien an Objekten spüren. Ich spüre aber überhaupt nichts. Also wo viele sagen, das Objekt hat so eine tolle Ausstrahlung und so weiter, habe ich bis dato eigentlich noch nie was gespürt. Und die haben mir dann gesagt, das ist mein Schutz, weil sonst könnte ich nicht mit so vielen dieser Objekte hantieren. Jedenfalls bin ich dann nach Japan geflogen. Der Vortrag war sehr erfolgreich und am nächsten Tag sind wir dann am Abend zu einer Steinformation in der Nähe von Kobe gegangen. Ich habe nicht gewusst, dass es so etwas dort gibt. Und Sie sehen hier das erste Bild. Auf diesem Bild bin ich mit der Prinzessin Nakamaru, eine Urenkelin des berühmten japanischen Meiji-Kaisers, die sehr, sehr großes Interesse an diesen Forschungen hat und selbst schon viele Erlebnisse hatte, die gehört hat, dass ich zum Vortrag komme, die Organisatoren dann angerufen hat und sie möchte mich unbedingt kennenlernen. Wenn Sie Japan kennen, dann wissen Sie, dass Japaner eine Riesenachtung vor dem Kaiserhaus haben. Am Nachmittag vor dem Vortrag hat sie sich dann angemeldet zum Vortrag und die Japaner waren ganz aufgeregt. Ich habe das etwas locker genommen, aber ich war im Anzug. Ich habe schließlich 25 Jahre hauptsächlich mit Japan gearbeitet. Ich wusste über die japanische Mentalität Bescheid. Die Prinzessin ist in Begleitung in die Hotelhalle hereingekommen. Alle waren eingefroren, die Japaner, tiefe Verbeugungen. Sie hat die Arme ausgebreitet, ist auf mich zugelaufen, hat gedacht und hat gesagt, I'm so happy to meet you again after 15.000 years. Ich war etwas erschrocken, die Japaner sind die Kinder nach unten gefahren. Sie hat mich umarmt. Ich weiß, ich konnte mich nicht erinnern, dass ich sie und sie hat eine Frau dabei gehabt, die meiner Meinung nach ein riesiges Wissen oder Kontakt hat. Wie sie das macht, weiß ich nicht, aber die hat ihr wahrscheinlich gesagt, dass ich vor 15.000 Jahren für ihren Vater die Statuen gemacht habe. Heute wäre das unmöglich, weil Handwerk ist nicht unbedingt meine Stärke. Jedenfalls, das war ein tolles Erlebnis. Die Prinzessin ist dann mit uns auf diese Steinformationen geklettert. Hier sehen Sie, das ist eine Art wie eine Parabolantenne aus Stein gearbeitet. Diese Person, die mit war, meint, dass das eine sehr, sehr starke Energieausstrahlung hat. Und ich habe auf dieser Reise den Steinschädel, den ich vor einigen Jahren von Nassim Haramein bekommen habe, bei einer Konferenz in Saarbrücken, hat er mir einen Quarzsteinschädel gegeben mit Eingravierungen von Quetzalcoatl, dem gefiederten Gott, mit Augeneinlagen. Ich wollte ihn mitnehmen, leider, bitte verzeihen Sie, ich habe vergessen. Jedenfalls diesen Schädel hatte ich mit in Japan und den musste ich auf dieser Besteigung dann am Nachmittag und Abend mitnehmen und laut der Schamanen war der Steinschädel der Schlüssel, um diese Steinformationen zu energetisieren. Es sind Steingebilde, die definitiv menschlich bearbeitet sind. Teilweise gehen Steine so perfekt einer in den anderen über, wie sie es aus vielen Ländern wie Peru und so weiter kennen. Und es sieht tatsächlich aus, als hätten einige dieser zerstörten, es gibt ja immer wieder schwere Erdbeben in Japan, pyramidale Form gehabt. Hier sehen Sie genau, dass das Steine aneinander gefügt sind, aber nicht aus natürlicher Formation, sondern definitiv bearbeitet. Und auch einige dieser Steine haben große Symbole eingraviert, die mich wieder an Symbole erinnert haben, die Churchward, der ja im 1870 um diese Zeit die Forschungen begonnen hat in Indien über den sogenannten Kontinent Mu. Wir mussten dann auf eine hohe Formation mit Seil hochklettern und auch die Prinzessin ist hochgeklettert, was ich ihr sehr hoch anrechne, denn es war nicht leicht hochzukommen und an der Spitze, die nicht sehr groß war, wir waren insgesamt mit den Schamanen
waren wir 16 Personen. Wir sind sich ganz eng Seite an Seite gestanden und es hat keine Abgrenzung, Randabgrenzung gegeben. Also man musste aufpassen, es war dann schon dunkel, dass man damit drunter stürzt. Und sie haben hier eine Zeremonie vorbereitet und der Schädel, den Sie hier sehen, mit Sake und Obst und so weiter. Und dann haben die Schamanen eben 1,5 Stunden mit altjapanischer Musik und so weiter Zeremonie gemacht. Und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, als wenn das Ganze, der ganze Turm zum Backen beginnt. Sie können mir glauben, dass ich sehr erschrocken bin, weil ich glaube, dass man der jetzt umstürzt, dann auf den Morgen. Ne? Und dann habe ich aber gemerkt, es kann sich nicht bewegen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn sich das tatsächlich bewegt. Und da habe ich einen Schamane angestupst und habe mich gefragt, ob ich das auch spüre. Also was hat er ein Gefühl, als wenn der ganze, dieser Steinturm zu langsam zu bewegen beginnt. Und er meinte dann, das ist das Zeichen, dass die Steinformationen praktisch energetisiert wurden. Ich muss sagen, ich habe vor vielen Jahren begonnen mit der Forschung dieser Sachen, und zwar aus einem simplen Grund. Ich war großer Skeptiker, und 1997 habe ich die Idee gehabt, warum nicht alle diese unerklärlichen Objekte, die es auf der Welt in Büchern beschrieben gibt, nach Wien zu holen, in einer Ausstellung, die ich dann gemacht habe mit meinem Freund Reinhard Habe, 2001. Und ich war großer Skeptiker. Ich wollte die Sachen herholen, um zu beweisen, dass das alles praktisch neuzeitliche Fälschungen sind. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich immer noch gesagt, lasst mich bloß mit den Esoterikern in Ruhe, weil die schweben alle auf der rosaroten Wolke. Und während der Forschung dieser Sachen, dann bei der Auswahl der Objekte, habe ich so viele Sachen erlebt und es ist immer weitergegangen und immer weitergegangen. Und ich muss sagen, ich persönlich habe keine Erklärungen dazu, aber ich sage immer so, so wie es kommt, so kommt es halt eben. Mit dieser Technologie, weil die Präsentation in Visoko wurde dann im Fernsehen, also im Internet gezeigt, und dann hat mich ein amerikanischer Freund und Forscher, Bob Newton, angerufen und hat gesagt, er hat Kontakt mit den Stones in Australien, das ist Vater und Sohn, Stephen und Aaron Stone, und die machten die Forschungen an einer Felsformation, wo über 300 altägyptische Hieroglyphen gefunden wurden. Weit in der Wildnis drinnen, die Archäologen in Ägypten, in Australien, sind der Meinung, dass Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, sich jemand den Spaß gemacht hat, über 300 altägyptische Hieroglyphen in eine Steinformation einzugravieren, was sicherlich eine große Arbeit ist, um Leute zu täuschen. Da muss man aber sagen, dass das wirklich in einem Gebiet ist, wo zu 99,99% niemals im Leben jemand vorbeikommen würde. Also wenn ich so einen Fake machen würde, würde ich das sicher dort machen, wo ich garantiere, dass am nächsten Tag vielleicht Leute vorbeikommen. Jedenfalls, die haben mich dann gebeten, anhand ihrer Übersetzungen soll dort das Grab des zweiten Sohnes von Cheops sein, der von einer Giftschlange gebissen wurde und dort verstarb und begraben wurde. Und sie haben uns gebeten, ob wir nicht einen Scan über diese Gegend machen können, denn sie können absolut nichts finden, was auf eine Grabanlage hindeutet oder auf einen Eingang. Ich habe dann meinen Kollegen gebeten, ob er einen Scan machen kann, den er dann machte, und wir haben weit hinter dieser Steinformation einen Gang, einen Eingang vorgefunden, der in Richtung Steinformation geht und dort in einem großen Raum endet, und in diesem Raum konnte mein Freund feststellen, Knochen, Gold und Edelstein. Wir haben den Scan hinübergeschickt und sie sind am folgenden Wochenende sofort zu dieser Stelle gefahren. Sie haben mir dann bestätigt, so weit weg wären sie nie suchen gegangen. Es war alles überwachsen und Sie sehen auf dem Folgebild, das ist noch ein Bild mit den Pyramiden. Hier ist das Scan. In der Nähe, wo die Formation ist, Sie sehen den gelben Markierungspunkt und ganz hinten, weit davon entfernt, der Eingang in den Gang, der sich erweitert und eben dann am Ende in einem Raum endet und dort die Markierung von Goldknochen und Edelsteinen. Sie haben den Gang gefunden,
eine riesige Mauerformation davor, total überwachsen. Sie haben ihn freigelegt. Hier sehen Sie die Nähe des Eingangs und Sie haben den Gang gefunden. Und Sie können hier auf dem Bild sehen und auch den weiteren, dass dieser Gang definitiv nicht natürlicher Art ist, sondern menschlich bearbeitet. Der aber nach ca. 11 bis 12 Metern mit bearbeiteten Steinblöcken versperrt war. Ich habe dann Steven angerufen und habe ihn gefragt, ob sie dort ein Erdbeben gehabt haben. In den 70er Jahren war in dieser Gegend ein sehr schweres Erdbeben und ich vermute, dass das die Zerstörung dieses Ganges ausgelöst hat. Sie haben dann die offiziellen Stellen angefragt, ob sie diesen Gang freilegen dürfen. Mit geologischer Hilfe wurde ihnen sofort verboten. Also das heißt, wir konnten nachweisen, dass es hier tatsächlich einen Gang gibt anhand unserer Technologie und dass es dort auch ein Grab gibt, aber es wurde leider untersagt, das Grab zu öffnen, denn das wäre der Beweis, dass die Ägypter bereits vor 4.500 Jahren nach Australien gereist sind. Da mein Freund, wenn er mal einen Scan macht, der Sache auf den Grund geht, hat er auch die nähere Umgebung weiter gescannt. Und wir haben in einer nicht allzu großen Distanz von dieser Grabanlage eine komplette zerstörte Stadt vorgefunden. Also das heißt Anomalien, das heißt zerstörte Gebäudestrukturen, sehr viel Knochen, das heißt gestorbene Leute, alles in ca. 5 bis 8 Meter Tiefe. Und da diese Stelle sehr in der Nähe des Meeres ist, gehen wir davon aus, dass diese Stadt durch einen schweren Tsunami zerstört wurde. Wie alt muss die Stadt sein? Das ist das nächste große Fragezeichen. Ich vermute, dass es nichts mit den Ägyptern zu tun hat, dass es viel, viel älter ist und es wäre sehr interessant, dort Grabungsgenehmigungen zu bekommen. Die Stones-Brüder, Vater und Sohn, sind dann auch in diese Gegend gefahren mit Leuten und vor allem, sie arbeiten immer mit den Elders zusammen, mit den Aborigines Elders und die haben dort jede Menge Steinbrüder, Steinmauern, Formationen vorgefunden. Also das heißt, es handelt sich hier tatsächlich um eine sehr, sehr alte Stadt. Vor 2 Jahren ist dann im Internet aufgetaucht eine sensationelle Meldung, dass in der Wüste in Australien eine Stadt entdeckt wurde und ausgegraben wurde innerhalb eines Jahres, was ich sofort als unmöglich eingestuft habe, denn Archäologen, wie wir wissen, graben nicht eine Stadt innerhalb eines Jahres aus. Und es waren auch Bilder dabei, wo man auch gesehen hat, dass es sicherlich nicht eine ausgegrabene Stadt in Australien ist. Weil ich aber doch irgendwie skeptisch war, habe ich seit meinem Freund gesagt, die haben jetzt eine Stadt in der Wüste in Australien gefunden, wo er gesagt hat, das ist interessant, schauen wir mal nach, ob das stimmt. Und hat Teile dieser Gegend gescannt und sie werden lachen, wir haben tatsächlich eine verschollene Stadt gefunden. Also durch einen Gag sind wir tatsächlich auf eine existierende, zerstörte Stadt in der Wüste von Australien gestoßen. Das ist jetzt ganz, ganz neu und zwar erst einige Monate alt. Und zwar sehen Sie hier die Pyramide von Hawara, 12, laut Archäologen 12. Dynastie, 1853 bis 1806 vor Christus. Und Herodot hat 500 Jahre vor Christus eben beschrieben, dass es dort ein riesiges Labyrinth unterirdisch geben soll. Dr. Carmen Wolter, sie hat viele Forschungen in Australien gemacht, sie hat auch den berühmten Pyramidencode gefilmt, der sehr, sehr interessant ist, im Internet anzuschauen, der Pyramidencode. Wir haben uns in Visoko bei den bosnischen Pyramiden vor 2 Jahren kennengelernt. Sie hat von dieser Technologie gehört und sie hat sich mit einem archäologischen Team zusammengetan und sie hat mich angerufen und hat gefragt, ob es möglich wäre, ob wir ihnen helfen können, dieses unterirdische Labyrinth wirklich festzustellen. 2008 hat es eine belgisch-polnische Delegation dort gegeben, die Bodenradar und bodengeoelektrische Messungen gemacht haben, die festgestellt haben, dass es anhand der etwas schwer zu erklärenden Ergebnisse in ca. 5 bis 8 Metern ein Hohlräume geben sollte.
Ich habe meinen Kollegen dann gebeten, ob er diesen Auftrag annehmen kann. Er hat den Scan gemacht und er hat in 20 Metern und in 40 Metern unterirdische Hohlräume mit Verbindungsgängen gefunden. Einige dieser Räume sind größer als Fußballfelder und viele, viele dieser Räume, einige sind kleiner wie Einfamilienhäuser, also verschiedene Größen, immer wieder mit Verbindungsgängen. Und das dürfte wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum die Bodenradar- und Geoelektrikmessungen nicht tatsächlich zuzuordnen waren, weil vermutlich die Technologie durch die Überlagerung von zwei Etagen falsche Ergebnisse durchgegeben haben. Da möchte ich mich dann später noch mit Ihnen unterhalten drüber, Herr Ingenieur. Jedenfalls, hier sehen Sie Aufzeichnungen anhand von Überlieferungen, wie das das unterirdische Labyrinth aussehen soll. Und 2008 haben die dann keine Grabungen vorgenommen, weil die davon ausgegangen sind, dass dieser künstlich angelegte Kanal Wassereinbrüche in diese unterirdischen Labyrinthräume veranstaltet, also erzeugt hat. Sie waren sogar schon überlegen, diesen Kanal umzuleiten, das viele Millionen Euro gekostet hätte, um dann mit den Ausgrabungsarbeiten an diesem Labyrinth in 5 bis 8 Metern zu beginnen, wo sie aber sicherlich das Labyrinth nicht gefunden hätten. Hier sehen Sie diesen künstlichen Kanal, der definitiv durch die Anlage durchgeht. Und hier sehen Sie die Scan-Aufnahmen. Die blauen Räume und Gänge sind in 20 Meter Tiefe und die roten Gänge und Räume sind in 40 Meter Tiefe. In einigen dieser Räumen haben wir auch Knochen und Edelmetalle feststellen können. Also das wäre sicher eine sensationelle archäologische Entdeckung. Kammern Bolter hat schon angesucht um Grabungsgenehmigungen. Es gibt außerhalb dieses Labyrinths, wie Sie auf dem rechten Bild sehen, in der rechten oberen Hälfte braune Rechtecke bzw. Quadrate, das sind Grabanlagen. Hier gibt es jede Menge Knochen, also das heißt, das sind sicherlich Grabanlagen. Und Sie sehen auch, dass dieser künstliche Kanal quasi zwischen diesen Anlagen hindurchgeht. Das Sensationelle ist, dass mein Kollege auch mit seiner Technologie feststellen kann, wo in diesem Gebiet tatsächlich Wasser vorkommt. Und er hat die Messungen gemacht und es gibt nur ganz wenige Räume, wo Wasser identifiziert wurde, wo Wasser tatsächlich sich befindet. Aber der sehr, sehr große Teil dieser unterirdischen Hohlräume und Gänge ist im Trockenen. Das heißt, wenn die Grabungsgenehmigungen erlaubt werden, dann beginnen dort Ausgrabungsarbeiten und das wird endlich wieder einmal eine sensationelle archäologische Arbeit. Für uns ist es insofern interessant, dass uns die Wissenschaft bis heute nicht glaubt, dass das System funktioniert. Es funktionieren auch viele Materialien, wir sind natürlich vorsichtig. Wir haben vor kurzem einen Erfolg gehabt in Pakistan. Und zwar gibt es dort ein Gebiet, wo tausende Leute leben, aber kein Wasser vorkommt. Geologen sagen, es gibt in diesem ganzen Gebiet kein Wasser. Wir haben Messungen gemacht und konnten in 170 Meter Tiefe große Wasservorkommen feststellen. Ein Scheich aus Dubai hat die Bohrungskosten übernommen. Es wurden dort Bohrungen gemacht und genau bei 170 Metern ist Wasser hervorgekommen und zwar in ausreichender Menge. Also ist unsere Technologie auch für die Menschheit ein großer Vorteil und wir werden uns bemühen, auch in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Aber auch die Archäologie. Dann habe ich vor 2,5 Jahren von Manuel Palacios, den Sie hier auf dem Foto sehen, einem ecuadorianischen Forscher, sehr, sehr seriös, der mir Bilder geschickt hat von einer Steinformation, die in Yanganati, das ist westlicher Dschungel von Quito, im Westen gelegen, Yanganati, sehr schwer erreichbar, dort hat man eine Steinwand gefunden und Manuel war mit seinem Vater, einem Geologen, dort
der der Meinung ist, dass das eine künstliche Formation ist, also von Menschen bearbeitet. Sie sehen, das ist die Schieflage würde einer Pyramide entsprechen. Es war da von der Regierung eine archäologische Kommission vor Ort, die nur einige Stunden vor Ort waren und dann gesagt haben, das ist eine natürliche Formation. Sie sehen hier Stein an Stein und hier Nahaufnahme, also wirklich die gleich großen Steine, immer einer neben dem anderen. Die Natur macht sehr viele Sachen, aber sein Vater war der Meinung als Geologe, dass das tatsächlich von Menschen bearbeitet wurde und Manuel hat uns gebeten, ob wir diese Anlage scannen, was wir gemacht haben. Und wir haben festgestellt, wir können nicht sagen, ob es tatsächlich eine Pyramide ist, aber wir können sagen, dass es eine Anlage ist, die quadratisch ist und dass Hohlräume drinnen sind. Also genauso wie bei der Sonnenpyramide konnten wir auch hier in dieser sogenannten natürlichen Formation Hohlräume drinnen erkennen und Gänge. Und vor allem, es ist nicht nur eine Anlage, sondern es sind drei nebeneinander, die unterirdisch mit einem Gang verbunden sind. Also das heißt tatsächlich, dass es dort, ob es jetzt wirklich Pyramiden sind oder ob es nur Gebäudestrukturen sind, auf jeden Fall sind es von Menschen bearbeitete Anlagen, die aber mit den Inkas definitiv nichts zu tun haben, denn die Inkas haben den Dschungel gemieden, wegen den Moskitos und so weiter. Sie haben sich hauptsächlich in Hügel angesiedelt, wo eben diese Moskitos nicht vorgekommen sind. Also das wäre sicherlich eine Zivilisation, wo man dann schon wieder über einige Jahrtausende, glaube ich, reden könnte. Wäre sehr sensationell. Wir bleiben aber bei dieser Sache sicher dabei. Und wenn es uns gelingt, ein Team zu finden, die dort wirklich Ausgrabungsarbeiten oder Untersuchungen vornehmen, was es sicherlich nicht leicht sein wird, aber das wäre dann wiederum eine weltweite archäologische Sensation. Hier sehen Sie eine Aufnahme aus einem anderen Dschungelgebiet in Ecuador, und zwar La Maná, im Süden von Quito. Dort wurden 1964 bei Goldgräberarbeiten über 300 Objekte gefunden in einer Höhle, die mit der präkolumbianischen Kultur absolut nichts zu tun haben. Davon möchte ich Ihnen einige sehr, sehr interessante Objekte zeigen. Darunter war ein 350 Kilo schwerer Quarzstein, der eine natürliche Quarzader hat. Die große weiße Ader, die hier durch diesen Stein durchgeht, die ist natürlicher Art, aber dieser Stein wurde verwendet, um die Weltkarte einzugravieren. Und Sie sehen auf dem obersten linken Stein, sehen Sie auf den beiden da unten markiert, die Eingravierungen, die mit einer rosaroten Einlegearbeit eingelegt wurden. Sie sehen auf der rechten Seite Europa, Sie sehen das Mittelmeer, Sie können erkennen Griechenland, Italien, Saudi-Arabien, hier sehen Sie es besser. Und im Nahen Osten ist ein Auge eingelegt. Und die natürliche Quarzader geht dann um diesen Weltstein, Weltkartenstein, so haben wir ihn genannt haben. Sie sehen, dass Indien und Thailand größer ist als heute. Sie wissen aber auch, dass nach dem letzten Tsunami 2004 bei Indien auch im Meer verschollene Städte vorgefunden wurden. Also das heißt, es würde hier der Realität entsprechen. Sie sehen ganz rechts auf diesem Bild, wo heute Japan und Taiwan verschiedene Inseln sind, einen langgezogenen Kontinent. Und Professor Masaaki Kimura, der die Unterwasseruntersuchungen bei Yonaguni, bei diesen riesigen großen Felsformationen bzw. von Menschen bearbeiteten Felsstrukturen, Steinstrukturen, Untersuchungen macht, der hat ein Buch herausgegeben, wo er schreibt, der verschollene Kontinent Mu, und er beschreibt anhand seiner Untersuchungen, dass von den nördlichsten japanischen Inseln bis weit unterhalb von Taiwan früher einmal ein Kontinent existiert haben muss, den Sie hier, wie Sie auf dieser Karte sehen, eigentlich
schon dargestellt wurde. Hier noch einmal eine Nahaufnahme von dem eingelegten Auge. Die Quarzlinie passiert dann den Atlantischen Ozean und hier sehen Sie einen Kontinent, der heute nicht mehr existiert. Das wäre quasi der nicht anerkannte Kontinent Atlantis. Die Quarzader passiert dann den südamerikanischen Kontinent, geht dann bis zur Bucht von Guayaquil und dann sehen Sie auf dieser hier in der unteren Ecke hier befindet sich heute die Stadt Guayaquil und hier ist noch einmal eine Einlegearbeit und hier ist eine runde Einlegearbeit und genau dort wurden diese über 300 Objekte gefunden und das ist auch der Platz, wo das Wasser mit der stärksten Energie vorkommt und dieses Wasser enthält auch Silber- und Goldkolloid in nanomikroskopischer Form. Vor 2003 habe ich 10,5 Liter Plastikflaschen mit diesem Quellwasser mitgenommen in einem Karton, habe es dann am Flughafen Guayaquil reingecheckt. Ich wurde dann ausgerufen, bin dann in einen Raum begleitet worden mit einem Scanner. Da stand mein Koffer und dieser Karton umringt von Polizisten und Militär mit Maschinengewehren. Und ein Interpol-Offizier ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob das mein Gepäck ist. Und ich habe den Karton nicht eingepackt. Und da ist mir natürlich momentan heiß geworden. Dann hat er gesagt, ich soll auspacken, was drinnen ist. Ich habe gesagt, Plastikflaschen mit Wasser. Ich habe ihn ausgepackt, Flasche für Flasche. Und wie nichts mehr drinnen war, habe ich das erste Mal ruhig durchgeatmet. Dann hat er gemeint, ich muss die Flaschen wieder einpacken. Er hat den Karton genommen, hat ihn wieder 3-4 Mal durch den Scanner geschickt. Und hat dann telefoniert, dann ist ein Arzt gekommen mit einer leeren Injektionsspritze, der hat Proben aus den Flaschen entnommen und da habe ich mir gedacht, hoffentlich hat mir nicht jemand weißes Pulver in Wasser aufgelöst. 25 Jahre auf Wiedersehen, das wäre eine schöne Art, jemanden wegzuschießen. Es hat lange gedauert, eine halbe Stunde, dann ist der Arzt zurückgekommen, hat mit dem Interpol-Offizier gesprochen, daraufhin hat der wiederum den Karton dreimal durch den Scanner geschickt und hat dann gesagt, Sie können gehen. Und Sie können mir glauben, ich habe nur gefragt, wo kann ich rauchen? Nicht rauchen, habe ich gesagt, okay, bitte. Jetzt sind meine Kollegen zurückgegangen, sagt er, wo bist denn du so lange? Ich habe ihm das erklärt und wir sind von Guayaquil nach Kolumbien geflogen, nach Bogota. Habe ich gesagt, pass auf, da werden Sie uns gleich wieder haben in dem Wasser. Wir haben aufs Gepäck gewartet, dann ganz vorsichtig durch den Zoll gegangen, nichts ist passiert. Nach 3 Tagen sind wir wieder abgeflogen. Habe ich gesagt, wir waren immer 3 Stunden vorher hin, wenn das gleiche wieder passiert, haben wir genug Zeit. Wieder nichts passiert. In Wien kommen wir an, umgestiegen in Amsterdam, dann nach Wien geflogen, dann mit dem Gepäck, nichts an und raus, Richtung Zoll, auf einmal links, rechts die berühmte Marke, bitte kommen Sie sofort mit in den Nebenraum wieder mit dem Zoll. Dann sagt der eine Zolloffizier, wo waren Sie? Sag ich, in Ecuador, was haben Sie dort gemacht? Habe ich gesagt, ich habe für meine Ausstellung recherchiert. Sagt er, was für Ausstellung? Sag ich habe vor 2001 Unsolved Mysteries Ausstellung in Wien gemacht. Sagt der Zweite, wow, Sie haben das gemacht? Sag ich, ja. Sagt er, tolle Ausstellung. Ich war zweimal mit meiner Gattin drinnen. Sagt er, wissen Sie, warum wir Sie rausgeholt haben? Sag ich, ja, wegen dem Karton. Da haben wir Probleme mit Interpol gehabt. Ich weiß nicht, warum. Sagt er, ich zeige es Ihnen. Sagt er, schauen Sie, wenn ich den Karton mit Plastikflaschen mit Wasser in den Scanner schicke und ich mache Fotos, dann muss ich die kolorierten Schattierungen der Plastikflaschen erkennen. Sag ich, ja. Sagt er, schauen Sie. Ich schaue so am Bildschirm und sage, Sie haben ein Foto gemacht. Sagt er, oh ja, deswegen haben wir sie rausgeholt. Und der Bildschirm komplett schwarz. Kein Bild drauf. Und er sagt, darum wollten wir ja wissen, was da drin ist. Und wir haben dann Untersuchungen machen lassen. Es wurde festgestellt, dass Gold- und Silberkolloid in nanomikroskopischer Form drinnen ist. Und Bovis-Messungen haben 15 Millionen Bovis-Werte ergeben. Und dann hat mich nichts mehr gewundert, wieso wir bei der Reise dort durch die Anden haben wir eine Kiste mit dem Plastikwasser in Flaschen mitgehabt. Und normalerweise, wenn ich den ganzen Tag im Auto unterwegs bin, ich sehr müde und grantig und habe keinen Hunger mehr, weil ich nur schlafen gehe.
Und da hat es mich immer gewundert, dass wir um 9, 10 Uhr in die nächste Ortschaft gekommen sind, im Hotel eincheckt, duschen gegangen und dann gehen wir noch auf ein Bier und was essen und dann ist es 2, 3 Uhr geworden und um 6 sind wir wieder aufgestanden, frühstücken und wieder weitergefahren. Und ich habe mir gedacht, boah, was ist denn jetzt mit mir los? Und das ist das Wasser gewesen. Und das wäre eben mit den Objekten wiederum, wer kann aus dem Nahen Osten gewusst haben, dass es dort diese Quelle gibt, das war immer meine erste Frage. Und zweitens, warum solche Objekte wie diese Pyramide hier dort vorgefunden wurde, die ist 27 cm hoch, hat ein eingeringtes Auge, das Auge, die Farbe des Auges ist grau und hat 13 Stufen. Und wenn man diese Pyramide unter UV-Licht beleuchtet, dann leuchtet das Auge sehr, sehr stark und sehr mysteriös. Also es hat im Internet eine NASA-Aufnahme gegeben, das die NASA auch genannt hat, das Auge Gottes. Und es hat sehr, sehr große Ähnlichkeit mit diesem eingelegten Auge gehabt. 13 Stufen und am Boden eingraviert eine unbekannte Schrift, die wir auf der ganzen Welt aber schon gefunden haben. Und auch jetzt wieder die Verbindung zu den bosnischen Pyramiden. Auch dort wurden Objekte im Radnetunnel gefunden mit ganz, ganz kleinen Schriftzeichen, die eine sehr, sehr große Ähnlichkeit mit dieser unbekannten Schrift haben. Und in den kleinen Goldplättchen sehen Sie die Orion-Konstellation. Und die Übersetzung von Kurt Schiffmann, das war der Präsident der Deutschen Linguistikgesellschaft, der als einziger diese Schrift dechiffriert hat, das genannt hat. Er hat gemeint, diese Schrift ist älter als die älteste bekannte Schrift. Sie hat aber eine leichte Anlehnung an die Osterinselschrift und an die Indostar-Schrift, Harappa und Mohenjo-Daro. Und seine Übersetzung lautete, der Sohn des Schöpfers kommt. Ich habe diese Pyramide natürlich in meinen Filmpräsentationen gezeigt und dann wurde ich angegriffen im Internet. Vorsicht, der Mann ist ein Illuminati, weil der zeigt immer die Pyramide, die auf dem Pendolerschein steht. Und meiner Meinung nach, wenn man nur die Weltkartensteine begutachtet, sind diese Objekte sicherlich älter als 1000, 2000 Jahre, meiner Meinung nach, anhand der Darstellung des Weltkartensteins zumindest älter als 12.000 bis 14.000 Jahren. Und da hat es sicherlich noch keine Illuminati gegeben, aber eben dieses Zeichen, die Pyramide mit dem Auge. Auf diesem Objekt sehen Sie die Darstellung, wie man diese Pyramide hält. Die Pyramide steht am rechten, auf der rechten Hand und man hält die linke Hand darüber. Hier eine Darstellung auf einem Stein. Sie sehen eine Person, die auf etwas sitzt, die Pyramide in den beiden Händen hält, am Kopf einen flachen helmähnliches Objekt mit einer Antenne nach oben und Strahlen, die aus den Augen gehen und zwei gebeugte Menschen am rechten Rand des Steines. Und hier haben Sie den Helm, der auch dort gefunden wurde und Sie sehen, dass an der Spitze, an der Oberfläche etwas fehlt oder herausgebrochen ist. Dann ein großer Jagebecher mit 12 kleinen Jagebechern. Sie haben eine Sternenkonstellation eingraviert am Bosenbecher. Die kleinen Becher stellen Zahlen dar, die eine Ähnlichkeit mit den Maya-Zahlen haben, aber doch unterschiedlich sind. Jeder der kleinen Becher ist handbearbeitet, also sprich, hat eine verschiedene Größe. Nur wir haben alle 12 präzise mit Wasser gefüllt und in den großen Becher gegeben. Und somit war der große Becher auch bis an die Spitze oben komplett gefüllt. Das Interessante an diesem Becher war, dass er mit einem kleinen Magnet, haben wir Messungen dort gemacht, in der Innenfläche komplett magnetisch ist, an der Außenfläche nicht. Nur im Zentrum der drei großen Steine, Einlegearbeiten, die eine Pyramide darstellen, genau dort im Zentrum ist er auch sehr stark magnetisch. Und Geologen haben mir gesagt, das gibt es nicht. Denn wenn ein Stein erzhaltig ist, dann muss er von beiden Seiten gleich magnetisch sein. Nur der ist es nicht und 2017 im Frühjahr können wir wieder die Ausstellung, so wie es ausschaut, in Wiener Neustadt zeigen mit ca. 500 Originalobjekten. Sie sind dann alle herzlich eingeladen und da werden diese Objekte wieder dabei sein und wir werden wiederum mit einigen Wissenschaftlern, die mir in der Zwischenzeit helfen, Tests machen, um zu beweisen, dass diese Sachen doch irgendwie nicht wirklich erklärt sind. Auch hier die Einlegearbeiten leuchten sehr stark unter UV-Licht.
Sie sehen hier die verschiedenen Größen der kleinen Steinbecher, aber wie gesagt, wenn man alle 12 präzise füllt, ist der große auch präzise gefüllt. Dann eine Sternenkonstellation in einer Jadeplatte mit zwei Figuren, die nach oben schauen. Auch hier die einige Arbeiten unter V-Leiter UV-Licht sehr stark dran. Und dieser Stein war für mich sehr, sehr interessant, denn er hat eine Herzform, ist aber auf der linken Seite beschädigt. Auch das Gesicht, wenn Sie genau schauen, können Sie die geschlossenen Augen erkennen, die Nase, den Mund, den Bart, die langen Haare. Und viele meiner Freunde, die das Bild das erste Mal gesehen haben, haben gemeint, es sieht aus wie das Grabtuch von Turin, die Darstellung. Wenn wir jetzt populistisch gewesen wären, dann hätten wir sagen können, wir haben den Gral, denn wir haben einen großen Becher und 12 kleine Becher. Wir haben die Pyramide, die Übersetzung lautet, der Sohn des Schöpfers kommt. Und wir haben einen herzförmigen Stein, der die Darstellung des Grabtuchs von Turin zeigt. Wäre komplett unseriös, denn diese Sachen sind meiner Meinung nach eben wie gesagt nicht 2000 Jahre alt, sondern viel, viel älter. Auf der Rückseite dieses Pyramidensteines, herzförmigen Steines, haben sie ein Dreieck eingelegt, eine Spirale und hier wiederum der einzige magnetische Punkt ist genau das Zentrum dieses Dreieckes. Also magnetische Sachen, die man wissenschaftlich nicht wirklich erklären kann. Hier ein Kobrakopf, wobei natürlich alle sagen, Kobra hat es in Südamerika nicht gegeben, deswegen auch der Meinung, diese Objekte stammen nicht von diesem Land. Hier haben sie 32 Linien und einen Punkt, die Zahl 33, und sie haben links und rechts jeweils 7 Einlegepunkte. Das könnte man mit den Chakras quasi in Verbindung bringen. Auch hier diese Einlegearbeiten sehr, sehr stark strahlend unter UV-Licht. Dann eine Schlange mit Punkten, Einlegearbeiten. Nicht gibt, Kundalini, die sexuelle Energie steigt schlangenförmig zum dritten Auge hoch. Dann ein Steinhelm, den kann man entweder auf die Schulter stellen oder man kann den Kopf fliegend hineinlegen und hier auch einige Arbeiten. Und in der Ausstellung in Wien haben mir einige Akupunkturexperten gesagt, dass diese Punkte den Akupunkturpunkten am Hinterkopf entsprechen würden. Hier sehen Sie den Besitzer dieser Sammlung heute, Hermann Miamar, wie man diesen Steinhelm eben auf die Schulter setzen kann. Dann dieser kleine Jadeteller, der eine spirale Einlegearbeit hat. Und da haben wir beim ersten Abend, als wir diese Sammlung in Ecuador gesehen haben, habe ich den Besitzer gebeten, ich war natürlich total begeistert über die Objekte, noch nie was gehört oder gesehen davon und habe ihn gefragt, ob es möglich wäre, 32 Stück davon oder 30 für die Ausstellung nach Wien zu bekommen, das war im Jahr 2000, wobei er gemeint hat, ja, aber er muss Luis Viracocha, das ist der oberste der Indigenous, der Indianer dort im Raume Quito, den musste er fragen, denn für die sind diese Objekte sehr, sehr stark spirituelle Objekte. Am nächsten Abend war dann Luis Viracocha dort, wir haben uns vorgestellt, ich habe ihn gebeten, ob es möglich wäre, die Objekte für die Ausstellung zu nehmen, wobei er sofort gesagt hat, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, die Objekte haben einen sehr starken spirituellen Grund für uns, also es kommt überhaupt nicht in Frage. Sie können sich vorstellen, wie ich mich wieder gefühlt habe, am Tag davor, juhu, und dann die Ohren hängen lassen. Ich habe mich eine Stunde mit Luis dann, Gott sei Dank, kann ich Spanisch unterhalten, über die Kultur, über dieses und jenes. Dann nimmt er auf einmal einen Faden heraus mit einem kleinen Magnet und sagt, wir waren zu viert. Der erste von meinen Freunden soll das Magnet genau über das Zentrum der Spirale halten und auf einmal hat sich das Magnet drehen begonnen, kreisförmig, spiralförmig, bis außerhalb der Platte und dort dann wie ein Perpetuum
Mobile. Der zweite, der dritte und ich war der letzte. Ich musste es auch drüber halten. Es hat sich nichts bewegt. Ich habe es angeschüttet. Noch einmal und ich dachte, so funktioniert das bei mir nicht. Dann habe ich gelacht und habe gesagt, bei mir funktioniert es nicht und habe es weggelegt und der Louis schaut so. Dann sagt er, die soll noch einmal probieren. Der erste hat funktioniert, der zweite, der dritte und ich war wieder der letzte. Ich habe es wieder drüber gehört. Der angeschüttet. Wieder. Dann ist mir schon langsam der Schweiß abgestanden. Und ich wollte es weggeben und Louis sagt, nein. Ich sage, ja, das bewegt sich nicht. Und nach einer Zeit durfte ich es weglegen und Louis schaut den Besitzer an und sagt, Herr Mann, du kannst ihm die Sachen für die Ausstellung geben. Warum, wieso, ich weiß es nicht, aber ich war glücklich. Das Interessante war, wir haben unter 30 Logos ein Logo ausgesucht, schwarz, eine Spirale, blau, weiß, orange, fast ident wie auf diesem Teller. Zufall. Jedenfalls, da sehen Sie mich, wie ich das Bettel drüber halte. Und es hat sich nichts gehört. Jedenfalls, das war der Grund, dass er dann auf einmal gesagt hat, wir dürfen die Objekte für die Ausstellung haben. Dann aber diese Scheibe sehr interessant. Sie haben 7 Kreise. Und da haben ja auch Spezialisten in Wien gesagt, dass es selbst heute nicht einfach wäre, mit unserer Technologie diese präzisen Kreise zu machen in die Jadeplatte und dann mit einem Material zu füllen, das auch unter UV-Licht sehr stark strahlt. Dann hier einen Pyramidenstein mit der wiederum Pyramide mit Auge und unbekannten Symbolen. Auch hier wiederum Pyramide und 3 Sterne, die der Orion-Konstellation wie die 3 großen Pyramiden entspricht. Und dann viele dieser Figuren, die absolut nichts mit präkolumbianischer Kultur zu tun haben, eher in den asiatischen Raum zuzuordnen sind. Auch hier diese Figur mit dem dritten Auge, das würde man sofort als asiatisch-japanisch zuordnen. Dann auch diese Figur, die ist sehr, sehr groß, ist innen hohl. Und da war für mich die Frage, wie man aus Keramik eine Figur dieser Art mit Hohlraum eigentlich darstellen kann. Dann gehen wir wieder in ein anderes Gebiet, und zwar nach China. In China gibt es ja auch sehr, sehr viele Pyramiden, die aber noch nie geöffnet wurden. Verschiedenste über das ganze Land. Teilweise wurden sie sogar künstlich bepflanzt. Hier mein Freund, ein Forscher aus Belgien, der diese Bilder gemacht hat, dem es dann gelungen ist, ein kleines Flugzeug zu chartern, mit dem er dann über die Pyramiden drüber geflogen ist. Und da kann man dann tatsächlich sehen, dass es wirklich in flachem Gebiet künstliche Formationen sind, ist natürlich jede dieser Formationen beschriftet und umzäunt, Zutritt verboten. Dann hier Pyramiden aus der südlichen Mongolei, diese Bilder habe ich von einer chinesischen Archäologin zur Verfügung gestellt bekommen. Hier noch einmal eine Aufnahme und in diesem Gebiet wurden wunderschöne Jadefiguren gefunden, die von der offiziellen Wissenschaft auf ca. 4000 Jahre datiert werden. Aber wie Sie wissen, ist Jade sehr, sehr schwer zu bearbeiten. Das ist, die Kultur wird Hongshan genannt, aber ganz, ganz komische Objektdarstellungen, alles aus Jade, sind relativ klein. Und auch diese Bronzefigur wurde dort gefunden. Und da war mein erster Hongshan-Kultur, da war mein erster Eindruck, sie sieht aus wie Isis, die ägyptische Göttin. Wurde aber, wie gesagt, in der südlichen Mongolei ausgegraben mit diesen Jade-Objekten. Hier eben die ägyptische Gegenüberstellung. Und das ist Herr Chai, ein koreanischer Forscher, von dem ich vor 2 Jahren kontaktiert wurde, denn er hat Forschungen an Objekten, die in der Mongolei, in der Mandschurei und auch in Teilen von westlichen Korea bei Grabungsarbeiten
gefunden wurden, und zwar Jadefiguren, die circa alle die Größe zwischen 20 und 35 cm haben, mit einem Farbstoff koloriert sind, schwarz. Und auf einige dieser Figuren, wie dieser hier, sehen Sie Schriftzeichen. Und sehr, sehr ähnliche Schriftzeichen wurden bei Ausgrabungsarbeiten der Moais auf den Osterinseln gefunden, denn man hat ja schon seit Tuareg gewusst, dass viele dieser Moai-Figuren weit unter die Erde noch gehen, den gesamten Körper praktisch darstellen und immer wieder auf der Rückseite haben sie dieser Figur ähnlich dargestellte Schriftzeichen. Und das war für mich wiederum eine Verbindung mit dem unbekannten Kontinent oder mit dem nicht existierenden Kontinent Mu, denn Herr Chai ist auch der Meinung, dass diese Figuren mit dem Kontinent Mu zu tun haben. Jadefiguren, wunderschön, aber wie gesagt, jede dieser Figuren ist schwarz koloriert und das wissenschaftliche Untersuchungsergebnis kommt am Ende dieser Präsentation. Sie sehen hier wiederum Vorder- und Rückseite mit diesen Symbolzeichen oder Schriftzeichen, die tatsächlich mit den Darstellungen auf dem Moais entsprechen. Und wie Sie wissen, die Moais sind ja schwarz oder dunkelgrau und so wurden eben diese kleinen Jadefiguren auch koloriert. Teilweise unheimliche Darstellungen, halb Mensch, halb Tier. Und dann Menschendarstellungen, aber wiederum, wie Sie gleich sehen können, verschiedener Art. Das heißt, Darstellung verschiedener Menschentypen. Und das Interessante, was Herr Chaya festgestellt hat, dass die Menschendarstellungen immer in leicht gebeugter Kniehaltung dargestellt werden. Also nie aufrecht. Hier wiederum eine ganz andere Gesichtsform und Körperform, hier wiederum eine andere Gesichtsform mit Tierköpfen, hier das würde mehr schon chinesische Gesichtsform Darstellung, hier wiederum asiatische Gesichtsform und diese Figuren wurden laut wissenschaftlichen Altersdatierungen auf ca. 14.000 Jahre datiert. Hier sogar einen Mann mit Bart. Und hier sehen Sie einige wenige, und er sagt, es gibt ganz, ganz wenige Figuren, die noch rein in Jade sind, also ohne der Farbkolorierung. Hier Schildkröte mit Gesichtsdarstellung und es wurden in Frankreich, in der Nähe von Alsace, wurden Steine mit verschiedenen Gravuren gefunden und eine davon, die Gesichtsform sieht dieser Darstellung sehr, sehr ähnlich. Das war für mich wiederum eine Verbindung. Dann hier komplett andere Gesichtsform und wenn Sie den Schädel, den dieser Mann in der Hand hält, anschauen, dann könnte man hier tatsächlich von einem Riesen und einem normalen Menschen sprechen. Also, das geht wieder in meine andere Forschungsrichtung der Riesen. Dazu kann ich kurz sagen, weil ich eben heute die Riesen in der Präsentation nicht drinnen habe. Ich habe aus Ecuador auch einige Knochen mitnehmen können, eines 7,60 Meter Humanoiden. Davon wurden drei Knochen identifiziert, ein Fersenbein, ein Unterschädelknochen und Nasenbein. Die Gegenüberstellungen mit normalen menschlichen Knochen haben uns gezeigt, dass es tatsächlich 1:1 gleich ist und vor allem das Fersenbein hat kein anderes Tier, auch kein Affe. Nur es ist jeweils 5-mal größer. Und vor einigen Monaten wurde ich vom japanischen Fernsehen kontaktiert, ob sie mit mir ein Interview machen können über Riesen, weil sie eben ein Spezialprogramm über Riesen machen. Und sie haben mich gebeten, ob sie eventuell einen Knochen mitnehmen dürfen nach Japan, um dort DNA-Analysen zu machen. Ich habe zugesagt, habe das Interview gemacht.
Ich hätte am Freitag die Sachen bekommen sollen, dann hätte ich schriftlich belegen können von Ihnen, aber Sie können erst am Dienstag kommen. Und zwar bringen Sie mir den Knochen wieder zurück. Sie haben mich aber angerufen, dass Sie auch eine Alterstudierung gemacht haben. Das Alter dieser Knochen ist 23.300 bis 23.800 Jahre. Und es wurde DNA festgestellt. Wir haben vor vielen Jahren mit dem österreichischen archäologischen DNA-Spezialisten schon versucht, DNA zu analysieren. Und er hat gesagt, mit der Technologie, die Sie haben, konnten Sie absolut keine DNA herauskristallisieren. Japaner aber mit der neuesten Technologie konnten es. Und es wurde festgestellt, dass die DNA dieses Knochen nicht identisch mit der DNA von Homo sapiens sapiens. Und ich weiß, dass Japaner immer sehr, sehr korrekt und genau sind, vor allem wenn es um Darstellungen im Fernsehen geht. Ich bin überzeugt, dass die sämtliche Tier-DNA-Datenbanken durchgearbeitet haben. Und ich kriege eben das Ergebnis schriftlich am Dienstag und kann mich dann mit den DNA-Spezialisten hier wieder zusammensetzen. Jedenfalls, sie entspricht nicht der DNA des Homo sapiens sapiens. Dann hier die Frauendarstellung. Aber wie Sie erkennen, verschiedene Menschendarstellungen auf Objekten, die auf ca. 14.000 Jahre datiert werden. Auch Sex hat damals schon scheinbar eine große Rolle gespielt. Dann verschiedene Tierdarstellungen, auch wiederum mit Schriftzeichen oder Symbolen. Halb Mensch, halb Tier. Ganz komische Darstellungen. Hier eine Elefantendarstellung auf einem menschlichen Schädel. Und Schädel haben in allen Zivilisationen der Vergangenheit eine große Rolle gespielt. Wir kommen dann in weiterer Folge auf die Kristallschädel. Dann hier eine Darstellung, die mehr einem Symbol der nordamerikanischen Indianer entspricht. Die Schildkröte, auch bei all diesen alten Zivilisationen, ein großes oder sehr wichtiges Symbol. Und die Farbpigmente wurden untersucht und es wurden 35 Elemente festgestellt in diesem Farbstoff. Und zwar Eisen, Kupfer, Phosphor, Chrom, Nickel, Mangan, Titanium, Quecksilber, Calcium, Carbonat, Kobalt und so weiter. Also 35 Farbelemente in einem Farbstoff. Und das vor ca. 14.000 Jahren. Dieser Schädel ist auch noch aus dieser mongolischen Sammlung, also auch hier damals schon der Schädel eine wichtige Rolle gespielt. Und dann kommen wir zu den Kristallschädeln. Dieser und einige folgende Schädel haben wir 2001 im Original in Wien gehabt. Dr. Distelberger war der weltweit anerkannteste Experte für Kristall-, Edelstein- und Steinbearbeitung. Er hat diesen und die anderen ausgestellten Schädel untersucht und hat festgestellt, dass es tatsächlich handgemacht alte Schädel sind. Dieser Schädel ist aus dem Besitz von Joke van Dieten, eine Holländerin, die insgesamt 9 Schädel hat. Und dieser Schädel wurde von den Kristallschädel-Fans nicht anerkannt als alt, weil sie sich geweigert haben, den Schädel für Untersuchungen ans New Hewlett-Packard-Institut zu geben. Dr. Distelberger hat den Schädel sehr, sehr lange untersucht und er hat festgestellt, dass der Schädel mit einem spitzen, sehr spitzenscharfen Gegenstand in die Rohform geschlagen wurde, dann in weiterer Folge mit Quarzsand bearbeitet, weil er noch Kratzspuren unter der Lupe feststellen konnte, die auf Quarzsandbearbeitung hinweisen. Und in weiterer Folge hat er gemeint, vermutlich mit Leder poliert, aber das müssen alles sehr, sehr lange Arbeitsvorgänge gewesen sein. Er wusste nicht, dass der Schädel von Joke van Dieten in Guatemala von einem Bauern gekauft wurde, der ihn beim Bodenarbeiten am Feld ausgegraben hat. Und das Interessante war, dass Dr. Distelberger dann gemeint hat,
Er kann mir nicht sagen, wie alt der Schädel ist oder wann er bearbeitet wurde, aber er sagt sicher, muss er älter sein als mindestens 500 Jahre, weil er in den Eintiefungen hier, in den Einkerbungen, eine Korrosionsablagerung hat. Der Schädel muss sehr, sehr lange unter der Erde gelegen haben. Er wurde auch unter der Erde gefunden. Jedenfalls, er meint, dieser Schädel muss sicher auf jeden Fall älter als 500 Jahre sein. Der berühmteste Schädel ist ja der sogenannte Mitchell-Hedges-Schädel, den Frau Hedges bereits 1984 zum Gettys-Museum gebracht hat und gebeten hat, ob man den Schädel dort untersuchen kann. Dort hat man ihr aber gesagt, es gibt nur einen Experten auf dem Gebiet, der heißt Dr. Rudolf Distelberger, ist am Kunsthistorischen Museum. Und sie hat den Schädel nach Wien gebracht. Dr. Distelberger hat den Schädel untersucht und hat dann gemeint, er war immer ein sehr, sehr netter Mensch. Er war ein guter Freund von mir, ist leider vor einigen Jahren verstorben. Und er hat gemeint zu Mitchell Hedges, ich vermute, aber wenn er sagt, er vermutet oder geht davon aus, dass dieser Schädel Ende 19. Jahrhundert in Ida Oberstein gemacht wurde, Ende 19. Jahrhundert. Vor zwei Jahren hat National Geographic Untersuchungen machen lassen und diese Experten haben gemeint, der Schädel muss mit einer Art Diamantkopf bearbeitet worden, so wie es erst Ende 19. Jahrhundert gemacht werden konnte. Und als nächstes hat National Geographic in China bei dem Experten für Kristallschädelbearbeitungen aus einem Block reinen Bergkristall einen Duplikat machen lassen, weil viele der Kristallschädel-Fans eben der Meinung waren, es ist unmöglich, aus einem Block Kristall einen Schädel zu erarbeiten und dann noch ein abnehmbares Kiefer. Der Chinese hat das genauso gemacht, 1:1. Also man muss schon aufpassen bei vielen Objekten und genaue Untersuchungen machen. Julian Packer hat vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht und hat dann eben im Bericht geschrieben, das Sensationelle an diesem Mitchell-Hedges-Schädel ist, dass der Quarz, also dass der Kristall gegen die Wachsrichtung bearbeitet wurde, das ist unmöglich. Wie es im Bericht Dr. Distelberger gezeigt hat, hat er hell aufgelacht und hat gesagt, das ist der größte Blödsinn, die sollen zu mir in die Sammlung kommen, da habe ich Kristall, Bergkristallvasen in dieser Größe aus einem Stück mit Henkeln und so weiter, die Missarone-Brüder im 16., 17. Jahrhundert bereits in Italien gemacht haben. Also, man muss vorsichtig sein. Dieser Schädel aus Peru, Aquamarin, dieser Schädel ist sehr interessant und ich habe vorhin schon gesagt, ich war immer ein Skeptiker und 2004 haben wir die Ausstellung in der Schweiz gemacht und da ist eine russische Schamanin, Nina, gekommen, die wirklich unglaubliche Fähigkeiten hatte und die hat mich gebeten, ob wir nicht nach Sperrung um 9 Uhr durch die Ausstellung gehen können und sie erklärt mir zu verschiedenen Objekten noch einiges dazu. Das hat sie auch tatsächlich gemacht und vor diesem Schädel ist sie in Meditation gegangen, hat dann in einer für mich noch nie gehörten Sprache gesprochen, hat dann auf Russisch an die Dolmetscherin übersetzt und die russische Dolmetscherin hat zu mir gesagt, von dem Schädel sind zwei Informationen gekommen, das war im November 2004. Die erste Information betrifft mich, ich werde in meiner Zukunft noch viele Sachen aus der Erde holen. Zum damaligen Zeitpunkt, ich bin kein Archäologe, habe ich nicht einmal die Idee gehabt, irgendwann einmal Grabungen zu machen oder etwas aus der Erde zu holen. In der Zwischenzeit mit meinem Kollegen sind wir so weit, dass wir in der Lage sind und wir werden das auch sicher machen mit Genehmigungen. Und die zweite Information war aber echt, die zweite Information war, in einigen Tagen wird eine große Welle hunderttausende Menschen töten. Das war im November 2004. Am 26. Dezember erinnere ich mich noch genau, in der Früh bin ich in die Küche gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht, Radio eingeschaltet und da ist über den Tsunami in Südostasien gekommen, 20.000 Tote. Und dann waren es 30 und 50 und 100 und im Endeffekt waren es hunderttausende Tote.
Also wie gesagt, seitdem mit Kristallschädeln bin ich auch etwas vorsichtig. Dieser Schädel Aquamarin aus Brasilien und dieser Schädel aus Rosenquarz aus der Ukraine. Und diese Schädel, die ich jetzt gezeigt hatte, hat Dr. Distelberger untersucht. Das sind alles händisch bearbeitete, echte, alte Schädel. Dieses Bild ist ein neuer Schädel, der in Mexiko ausgegraben wurde, und zwar mit 3000 Objekten, über 3000 Objekten, die zu gut waren, um echt zu sein. In der Zwischenzeit hat sich aber herausgestellt, dass sie echt sind. Da kommen wir dann gleich darauf zurück. Dies ist nämlich der erste Schädel, der hohl ist. Ein Kollege von mir hat einen Schädel, der diese Größe hat, aus Tibet, auch ein alter, der komplett hohl ist, den sich einer mit einem kleinen Kopf praktisch direkt auf den Kopf setzen kann, den wir sicher in der Ausstellung auch dann zeigen können. Dann dieser Schädel, sehr interessant, er wurde vor einigen Jahren gefunden, und zwar mit einer Dokumentenliste, einer Transportliste aus dem Jahre 1945, und zwar ist in den letzten Kriegstagen der letzte Zug aus Berlin in Richtung Prag unterwegs gewesen. Auf diesem Zug waren die Transportliste, da waren sehr, sehr viele, sehr, sehr wichtige Objekte, darunter auch drei Kisten mit Geheimdokumenten für den SS-General Kammler, der in Prag auf diesen Zug gewartet hat, der aber dort nie angekommen ist. Und einige der Objekte sind in Bayern aufgetaucht. Ich habe die Kopien der Transportliste und so weiter. Da sind Originaldokumente der Templer dabei, da sind Originaldokumente der Katharer dabei und viele, viele ägyptische und andere Objekte. Aber dieses Objekt wurde gefunden, steht auch auf der Transportliste. Kristallschädel, Otto Rahn, und wie Sie wissen, Otto Rahn war der SS-Archäologe, der im Auftrag von Heinrich Himmler in Rennes-le-Château und in Mont-Ségur den Gral und die Bundeslade gesucht hat. Dieser Kristallschädel war in einer Holzkiste, die Holzkiste in einer Lederkiste. Auf der Lederkiste steht drauf noch leicht erkennbar ein Zollstempel, Otto Rahn, Südamerika. Dieser Schädel ist rein nach Wertgestalt, 9,20 Kilo, und der Besitzer, ein Freund von mir, hat in Bayern mit einem Physiker und einem Techniker Tests mit dem Schädel gemacht, und zwar mit Ton und Licht. Und er hat mir erzählt, wenn er als Einziger das gesehen hätte, hätte er sich wahrscheinlich psychiatrieren lassen. Aber alle drei haben dasselbe gesehen. Und zwar, auf einmal haben sie gesehen, Pyramidendarstellungen und einen Reiter, der auf einem Kamel auf sie zugekommen ist, und zwar in dreidimensionaler Hologrammform, der sie dann angeschaut hat, umgedreht und weggeritten ist. Dann ist das Bild verschwunden. Das nächste Bild war Anden und einen großen Kondor, der langsam über die Anden geschwebt ist. Und die dritte Darstellung war eine südamerikanische Frau, schlafend, die dann die Augen geöffnet hat, sich ganz entsetzt angeschaut hat, und da war auch das Bild weg. Und das letzte war, da haben sie von unten noch einen Versuch gemacht, da ist ein Bogen am Plafond erschienen, und da waren Symbole und Schriftzeichen. Und mein Kollege hat mir gesagt, Wochen danach noch, manchmal, wenn er vom Schlafen aufgewacht ist, hat er original diese Symbole, er hat sie dann aufgezeichnet für uns, und wir versuchen jetzt mit verschiedenen Symbolen und Schriftstellern, Schriftexperten festzustellen, ob man das entschlüsseln kann. Hat er gesagt, aber immer wenn diese Bilder erschienen sind, hat er danach sehr, sehr starke Kopfschmerzen gekriegt, und er macht sich keine Tests mehr. Aber ich habe gesagt, beim nächsten Mal machen wir noch einmal einen Test, ich möchte mir das selber anschauen. Also Sie sehen, und das ist dieser Schädel, den ich eben von Nassim Haramein vor einigen Jahren in Saarbrücken bekommen habe. Er hat ihn mir übergeben, weil er gesagt, ich soll ihn behalten. Und bei der Ausstellung, wenn die Ausstellung wiederkommt, kann ich diesen Schädel ausstellen. Ja, ich habe gesagt, woher hast du ihn? Und er hat gesagt, ja, dieser Schädel hat jedem seiner Besitzer, der ihn gekauft hat, schweres Unglück gebracht.
Da habe ich sofort zu ihm gesagt, ich will den aber nicht besitzen. Sagt er, ja, der letzte Besitzer war ein junger Bursche, der wollte einen Monat später heiraten, aber er hat den Schädel gekauft und einige Monate später wollte er heiraten. Und nachdem er den Schädel gekauft hat, ist seine Verlobte einen Monat später verstorben. Er wollte den Schädel dann nicht mehr haben. Und ich habe zum Nassim gesagt, Nassim, ich bewahre ihn, besitzen will ich ihn nicht, aber wir machen ein Abkommen. Wenn wir feststellen können, wo er ihm gehört, dann bringen wir ihn wieder dorthin. Und ich kann sagen, er hat bis dato nur Glück gebracht, aber ich besitze ihn nicht. Insofern interessant, weil ich ihn in Paris mit hatte bei einer Konferenz, wo auch Ombudsman, der bekannte Elders von den Meyers war, und die Veranstalterin hat mich gebeten, ob ich den Schädel Ombudsman am Abend im Hotel schon zeigen kann. Ich habe ihn dann heruntergebracht, habe ihn ausgepackt. Ombudsman war wirklich mehr als erschrocken im ersten Moment, hat dann 10 Minuten nur meditiert und hat mir dann gesagt, dieser Schädel ist älter als 10.000 Jahre und er ist einer der wichtigsten Schädel hier auf der Erde. Und er hat dann eine Oberfläche Quetzalcoatl eingraviert, wie Sie hier erkennen können auf diesem Bild. Und er hat sehr starke Kristallisierung, wo mir Geologen schon bestätigt haben, dass er sehr, sehr alt sein muss und unter der Erde gelegen haben muss. Deswegen gehen wir davon aus, dass er wahrscheinlich Grabbeigabe war und Teil einer Grabräuberei war. Und deswegen wahrscheinlich Unglück für jeden, der ihn um Geld praktisch erworben hat. Dass er sehr starke Energien hat, wurde mir dann von meinem Freund, der einer der drei europäischen Kreiner-Zen-Großmeister ist, er ist aus Niederösterreich, ist Psychologe, ist aber von Japan, von der großen Zen-Organisation anerkannter Großmeister, der sehr, sehr feinfühlig ist. Der hat mich zu Hause besucht, wir sind im Wohnzimmer im Erdgeschoss gesessen, er hat auf einmal mit dem Knie so Nacken angefangen und ich habe mir gedacht, heute ist er ein bisschen nervös. Dann sagt er auf einmal zu mir, Klaus, was hast denn du in deinem Haus? Soll ich mein Haus haben? Sagt er, du hast etwas mit einer unglaublichen Energie. Sag ich, ich habe nichts in meinem Haus mit einer Energie. Sagt er, du musst was haben, ich spüre es ja. Ah, ich nehme vielleicht der Schädel, weil das hat ja der Ombudsman auch gesagt. Dann bin ich rausgegangen, habe rausgeholt aus dem Zimmer. Er konnte mich noch gar nicht sehen, hat aber schon abgerufen, ja, das ist es, ich spüre es ja schon. Dann habe ich den Schädel runtergebracht, vor ihm auf den Tisch, da ist er gleich mal ein bisschen zurück und hat gesagt, boah, hat der Energie. Sag ich, ja gut, sagt er, ja, ja, aber stark, stark. Hast du den im Haus? Sag ich, der steht bei mir im Schlafzimmer. Sagt er, mach ein Witz. Sag ich, ja, wieso? Sagt er, ich kann ein paar Sekunden schlafen. Ich sag, ich schlafe super. Also, er hat starke Energie überall. Wie gesagt, und er möchte gern reisen. Und darum habe ich ihn ja mit nach Japan genommen. Und da habe ich mir gedacht, Japan, ich kenne ja die Zollformalitäten in Japan. Bei der Einreise habe ich sicher kein Problem, weil ich nehme ihn in Handgepäck mit und gehe einfach durch. Aber bei der Ausreise muss ich natürlich den Scanner schicken. Und da war ich bei einer Frau in Wien, die auch sehr, sehr große Fähigkeiten hat, die den Schädel sehen wollte, die dann zu mir gesagt hat, der Schädel sagt mir, dass er gerne reist. Er fühlt sich bei dir wohl, aber er reist gerne. Sag ich, ja, ich bin eher am Überlegen, ob ich nach Japan mitnehme. Aber das ist mir zu gefährlich. Ich sage, nein, der schützt sich selber. Und wenn man dachte, wenn sie das sagt, nimm ihn mit. Ne? Und bei der Ausreise Osaka Flughafen, durch uns kennen, bums, war schon der Teufel los. Was ist da drin? Aufmachen. Ich kann auch Japanisch Gott sei Dank. Habe ich mit denen diskutiert, ich war bei einer Konferenz und hin und her, nach Zollformalitäten, wo sind die Einreisepapiere, die nehmen wir brav. Dann nimmt er ein Telefon, telefoniert, denke mir, jetzt geht's los. Und ich war aber schon 4 Stunden früher dort, weil man denkt, da habe ich Probleme. Dann kommt der Oberste von denen, der schaut den Schädel an, da habe ich gleich das Prospekt von meinem Vortrag gegeben, der schaut auf das Prospekt, so, pah. Sie haben einen Vortrag vorgestern in Osaka gehabt, sage ich, ja. Über all diese Sachen, sage ich, ja. Sagt er, hier haben Sie meine Namenskarte. Bitte, wenn Sie wieder einen Vortrag in Japan machen, rufen Sie mich an, wenn das interessiert ist. So, schaut seine Leute an und sagt, ist alles okay. Und hat er gesagt, ja, er schützt sich selber. Ich habe schon Bedenken gehabt. Dann, die
diesen Schädel habe ich erst vor kurzem aus Mexiko bekommen von einem Forscherteam. Auch sehr interessant, sicherlich sehr alt. Hat die Stufenpyramide am Schädel eingraviert und auch eine Stufenpyramide auf der Rückseite. Also wirklich ein wunderbares Objekt. Wir werden uns das im Juli, wenn ich drüben bin, anschauen. Dann auch diese Schädel aus Jade, auch in dieser Umgebung gefunden. Das ist eine sehr, sehr interessante und wichtige archäologische Gegend. Denn nicht weit weg entfernt wurden in den 30er, 40er Jahren von einem deutschen Sammler, von den Einheimischen, über 34.000 Keramikobjekte aufgegraben, die im Großteil Dinosaurierdarstellungen und Dinosaurier mit Menschen darstellen. Also sehr, sehr interessantes archäologisches Gebiet. Hier die Rückseite von dem großen Schädel aus Jade. Und auch zwei weitere Edelsteinschädel, die auch alt sind und dort vor Ort ausgegraben wurden. Vor allem der rechte Schädel wiederum mit einer Eingravierung an der Schädeloberfläche. Da geht man in ein ganz anderes Land, und zwar nach Guinea-Conakry, Mali, Grenzgebiet. Dort wurde vom italienischen Professor Pittoni in den 70er Jahren, er war dort in Sierra Leone bei Goldgräberarbeiten, Diamantgrabarbeiten tätig, ist viel Legenden und Mythologien nachgegangen, was ich auch mache, denn wir waren uns dort einig, dass jede Mythologie, jede Geschichte der Ureinwohner einen großen Prozentsatz an Realität enthält. Er hat dort von einer Prinzessin gehört, die große Fehler begangen hat und dann zu Stein verwandelt wurde. Er ist dann in dieses Gebiet gegangen und hat in Granitfelsformation dieses Halbporträt einer Frau gefunden, das von Kopfbedeckung bis knapp unterhalb des Bauches hier dargestellt wird und die Größe von 140 Metern hat, also um 4 Meter höher als der Wiener Stephansdom, in Granit bearbeitet. Das wäre selbst heute mit unserer Technologie ein sehr schwieriges Unternehmen und vor allem irrsinnig teures Unternehmen. Hier die Gesichtsform entspricht nicht schwarzafrikanischer Art, sondern entweder südamerikanisch oder asiatisch. Dann in Sierra Leone bei den Diamantgrabungen wurden immer wieder blaue Steine, und zwar himmelblaue Steine, ausgegraben in verschiedenen Größen. Wir haben einen dieser Steine in Wien untersuchen lassen, ist definitiv künstlich hergestellt. Man konnte nur den Farbstoff als solches nicht feststellen. Professor Pittoni hat diese Steine Sky Stones genannt, weil sie eben himmelblaue Farbe haben. Und in verschiedenen Tiefen wurden immer wieder bei den Diamantgrabungen Steinfiguren ausgegraben, die sogenannten Nomulis. Leider musste ich ab hier den Akku meiner Kamera wechseln und eine neue Speicherkarte einlegen. Ich habe aber gut aufgepasst und kann euch die letzten fehlenden Sekunden aus meinem Gedächtnisspeicher und diesen Fotos hier nachkonstruieren. Da mir Herr Donner netterweise für diesen Film die PowerPoint-Präsentation dagelassen hat. Bei diesen Skystones, wo bei der Untersuchung nur der himmelblaue Farbstoff nicht festgestellt werden konnte, ermittelte man bei diesen Steinen, dass er auch Iridium enthält, das unter anderem auch bei Kometeneinschlägen vorkommt. Und so klingt die Legende, die in diesem Gebiet von Sierra Leone in Westafrika schon seit Jahrtausenden überliefert wird, noch viel mystischer und geheimnisvoller. Diese Legende berichtet, dass Gott in diesem Gebiet die Engel und den Himmel zu Stein gemacht und die Sterne zu Diamanten, um sie dort zur Erde zu schleudern. Bei den Skystones wurden eben auch diese Nomoli-Wächtersteinfiguren gefunden. Stellen riesenhafte reptiloid-menschliche Wesen dar. So wie diese Granitfigur in 50 cm Größe. Es sollte sicher nicht der Eindruck hinterlassen werden, dass er hier auf einen kleinen Elefanten reitet.
Und diese Figur war in der untersten Schicht Sandstein und Altersdatierung organisches Material ca. 17.000 Jahre, die Darstellung mehr wie ein Dinosaurier. Und Professor Pitoni hat mir erzählt, wie er diese Figur ausgegraben hat, hat er einen klingenden Ton gehört. Und diese Figur wurde dann geöffnet, drinnen war eine Metallkugel, die Sie hier sehen auf dem Bild, und der Pfropfen, mit dem die Figur komplett wieder geschlossen war. Ich habe die Kugel untersuchen lassen, die Professorin hat mich dann zwei Tage später angerufen und hat gesagt, Herr Donat, hat sich jemand mit Ihnen einen Scherz erlaubt? Ich sage, wieso? Ja, weil das ist Chromstahl. Und Sie wissen, dass Chromstahl erst 1904 in Österreich entwickelt wurde, also kann er nicht 17.000 Jahre alt sein. Ich habe Professor Pitoni angerufen und habe gesagt, Herr Professor, wir haben ein Problem, und habe ihm das erklärt. Er hat gelacht und hat gesagt, Klaus, ich bin Wissenschaftler und ich mache doch nicht in eine 17.000 Jahre alte Figur ein Loch, bloß weil sie einen Ton macht, sondern ich habe die Figur von allen Seiten reorganisieren lassen und konnte feststellen, dass ein runder Gegenstand drinnen ist, dass aber die Figur präzise, wie Sie hier auf der linken Seite sehen, geschlossen war. Aber dass eine Öffnung bereits vorhanden war, und anhand dieser Röntgenaufnahme hat er dann durch einen Restaurator den Tropfen herausarbeiten lassen, und drinnen war die Metallkugel, also Chromstahl vor 17.000 Jahren. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt gehen wir kurz nach Mexiko. Ich habe noch ein paar Minuten noch. Eine Stunde. Oh, aber dann kann ich wieder langsamer werden. Das ist eine Aufnahme von 1876. Französischer Forscher hat in mehreren Meter Tiefe, ich glaube es waren 7,5 Meter Tiefe, diese Figur ausgegraben, die dann Chuck Mool genannt wurde und auch heute noch als Chuck Mool Gottheit in Mexiko vorkommt. Die Archäologen rätseln bis heute noch, was sie für einen Sinn hatte. Okay. Willkommen zum zweiten Teil. Dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Mexiko. Und zwar, das ist insofern interessant, dass ich über viele, viele Jahre immer gesagt habe, UFOs, Außerirdische, das ist nicht mein Gebiet. Ich bin der Meinung, dass es uralte Zivilisationen in der Vergangenheit gegeben hat. Und ausgerechnet die habe dann vor 4 Jahren ein E-Mail aus Mexiko bekommen mit der Überschrift Top Secret, und es waren 10 Fotos im Anhang. Und habe mir gedacht, da versucht jemand, dass er ein Virus einschleust. Habe die Fotos mehrmals durch den Virenscanner durchgeschickt, habe sie dann geöffnet, und ich sage ganz ehrlich, der erste Eindruck war, das ist eine Fälschung. Da will mich jemand auf Deutsch gesagt veräppeln. Habe dann höflich zurückgeschrieben, es war eine Dame aus Mexiko, wieso sie auf mich kommt und wieso sie mir die Bilder schickt. Dann hat sie mir mitgeteilt, ein Bauer in Mexiko, im Norden von Mexico City, in der Provinz Potosi, hat auf seinem Feld in einer Höhle, auf seinem Grundstück, an die 3000 Objekte gefunden. 2500 Objekte aus verschiedenen Steinen, wie Gravuren, von Medaillongröße bis in diese Größe. Und ca. 500 Objekte, die eine Art Terrakotta-Keramik-Art sind. Auch wiederum von Medaillongröße bis zu einem halben Meter. Und der Bauer hat Angst, dass wenn die Regierung das mitbekommt, dass sie das Grundstück und die Objekte wegnehmen. Einige der Objekte mit Gold und Edelsteinen im Lager. Da muss ich dazu sagen, der Bauer ist wirklich ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, denn er hat wenig Geld, aber trotzdem hat er nicht die Goldstücke und Edelsteinstücke rausgebrochen und verkauft. Also er hat kein Objekt beschädigt. Ich habe ihr dann zurückgeschrieben, ja, anhand von 5 von 10 Objekten kann man schwer ein Urteil machen, und sie hat mir in weiterer Folge bis heute, glaube ich, habe ich über 1000 Bilder dieser Objekte bekommen. Wir haben dann 4 Stücke hat sie geschickt,
diese Materialproben haben wir in Wien gemacht. Die wurden gegossen und zwar aus einem Material mit Kaolin. Kaolin wird für die Porzellanherstellung und Papierherstellung heute verwendet. Das heißt 500 Objekte. Jedes dieser Objekte sicherlich so, dass man es nicht verkaufen kann, weil es absolut nicht anerkannt werden würde. Also das wäre einmal für einen Hersteller eine irre Arbeit, weil das sind alles Einzelstücke. Das heißt, er müsste für jedes Stück eine Rohform, eine Gussform und dann das Gießen machen, also ein aufwendiger Vorgang für so wunderschöne Objekte. Also wenn einer das kann und er will die Leute oder er will Geld machen damit, dann würde er doch eher präkolumbianische Objekte machen, denn die kann er locker vom Hocker verkaufen. Jedenfalls, ich war dann immer wieder mit ihr in Verbindung und sie hat mich dann eingeladen, hinüberzukommen und die Objekte persönlich anzuschauen, was wir jetzt im Juli, zweite Hälfte, machen. Wir haben dann in Saarbrücken eben mit Nassim Haramein, dem Physiker aus Hawaii, einen guten Freund, weil da sind so viele Darstellungen, die eben physikalisch erklärt werden müssen. Habe ihn gebeten, ich zeige einige dieser Bilder und er soll die physikalischen Erklärungen dazu machen. Und ich habe gebeten, bitte keine Fotos und keine Filme. Einer hat aber gefilmt, hat den Film ins Internet gestellt und dann ist los da. Selbst die eingefleischten UFO- und außerirdischen Freaks haben uns beschimpft auf das tiefste Niveau. Die haben geschrieben, wir sind Gauner, Betrüger, die Leute verarschen und so weiter. Daraufhin hat Nassim dann zwei dieser Stücke bei der Dame eben ausgebohrt, und zwar Steinmasken mit Halbedelstein-Mosaikauflage, die mit einem natürlichen Klebstoff bearbeitet wurden. Er hat diese zwei Stücke an der Universität in Tucson untersuchen lassen, auf diesem organischen Material. Altersdatierungen 8.400 und 14.200 Jahre, also Originalobjekte. Jedes Negative hat auch was Positives. Dieses Video im Internet wurde auch in Mexiko von Leuten gesehen und bis dato gibt es bereits 5 Sammlungen in 4 verschiedenen Provinzen in Mexiko, wo die Ureinwohner sagen, wir haben auch solche Objekte schon seit immer in unserem Besitz. Jedenfalls gehen wir hier auf den Le Blanchiot, den französischen Forscher, 1870, die den ersten sogenannten Jacques Molen ausgegraben. Die Wissenschaftler rätseln, für was dieser Gott verwendet wurde, und sie vermuten, Teile davon vermuten, dass die herausgerissenen Herzen auf seinen Bauch gelegt wurden, weil er eben in dieser liegenden Haltung dargestellt wird. Das sind jetzt einige dieser Objekte aus dieser 3000 Objektsammlung. Sie sehen hier auch einen Jacques Molen mit relativ großen Mandelaugen, der etwas perfekt in dieser Haltung. Wichtig ist auch, dass diese Haltung von den russischen Forschern als perfekte Haltung für Raumflüge dargestellt wird. Hier wiederum zwei. Der obere, wie Sie sehen, hat etwas auf seinem Bauch, was ausschaut wie ein Bildschirm mit einer Gesichtsdarstellung. Vielleicht hat es damals auch schon iPods etwas dicker gegeben. Hier eine Nahaufnahme von diesem sogenannten Jacques Molen. Dann hier ein Jacques Molen, wiederum etwas auf seinem Bauch halten, aber sieht aus, als wenn er einen Anzug an, Raumanzug an hätte. Hier ein anderer Jacques Molen. Also immer wieder diese Jacques Molen-Darstellung, dann mit UFO-Darstellungen. Und hier, das sind Objekte, die ausschauen wie UFOs. Einige davon, das rechte, da sehen Sie, dass aus den Fenstern sogar jeweils jemand draufschaut. Hier eine Person praktisch im Eingang davon. Also wie gesagt, diese Objekte sind zu gut, um wahr zu sein. Dann hier ein Flugobjekt. Dann hier wiederum die Jacques Molen-Haltung. Und es gibt verschiedenste Objekte dieser Sammlung und auch der anderen jetzt neu aufgetauchten Sammlungen,
wo die dargestellten Personen immer wieder die linke Hand heben. Und ich habe gesagt, Gott sei Dank, das ist die linke Hand, sonst hätte ich wahrscheinlich ein Problem wegen wieder mit den Fingern. Aber interessant ist, dass wirklich viele dieser Darstellungen immer die linke Hand nach oben halten. Hier Sonnendarstellung, verschiedene Planetendarstellungen und Flugobjekte. Rechts davon sehen Sie ein Wurmloch, Sonneneruptionen. Dann hier auch Darstellung eines Wurmlochs, verschiedene Planetendarstellungen. Und das, wie gesagt, bei vielen dieser Objekten, hier wiederum Chuck-Moll-Darstellung, linke Hand gehoben. Hier sehen Sie eine Art Komet, das dürfte die Erde sein, weil sie Atmosphärendarstellung macht. Und die Verfolgung dieses Kometen durch ein Flugobjekt. Und da war im September ein Vortrag in Sarajevo von Valery Uborov, dem russischen Pyramidenexperten, aber auch UFO-Experten Russlands, der gezeigt hat, eben Aufnahmen, wo man sieht, dass ein Komet, Filmaufnahmen, wo man sieht, dass ein Komet Richtung Erde geht und auf einmal taucht eine Art Flugobjekt hinter dem Objekt auf und zerstört den Kometen, bevor er einschlägt. Also das wäre eine ähnliche Darstellung wie hier mit dem Objekt. Zur Ergänzung haben wir von CryptoTV ein paar Videos und Fotomaterial für euch ausgegraben, die hier Herrn Donners Vortrag wunderbar ergänzen. Am Ende dieses Vortrages werden wir euch drei Videos aus Russland, Türkei und Amerika zeigen, wo Meteore gefilmt wurden, die in die Erdatmosphäre eindringen und dabei von UFOs begleitet werden und den Meteor zerstören. Hier seht ihr Standbildaufnahmen aus einem dieser Videos, das 2002 in der Türkei gemacht wurde. Auch werden wir euch im Abschluss einige Aufnahmen von riesigen UFOs und sogenannten EMVs, die sich im unmittelbaren Umfeld unserer Sonne aufhalten, zeigen. So, und nun schnell wieder zurück zum spannenden Vortrag von Herrn Donner. Wiederum verschiedene sehr mystische Darstellungen. Dann, das ist eines der interessantesten Objekte, und zwar wie das Foto. Wie gesagt, das war eines der ersten Bilder, die ich erhalten habe, vor ca. 4 Jahren. Und hier sehen Sie die Sonnendarstellung mit Sonneneruption. In der Sonneneruption ein Flugobjekt, und es gibt mehrere NASA-Aufnahmen, wo man tatsächlich in der Nähe der Sonne Flugobjekte sieht. Aber das Interessanteste bei dem Bild ist diese Dreieckform, diese dunkle Dreieckform Schatten in der Sonne. Und vor knapp 2 Jahren, ich glaube es war 1,5 Jahre, habe ich ein NASA-Bild bekommen von Nassim Araben, und da sieht man eine Sonnendarstellung und in der Sonne drinnen ein genau wie hier dargestellter länglicher dreieckiger Schatten. Aber wie gesagt, dieses Bild habe ich vor 4 Jahren erhalten und das NASA-Bild ist erst vor ca. 1,5, 2 Jahren erschienen. Also eine Darstellung wie auf diesem Bild und auch Nassim geht davon aus, dass eventuell die Sonneneruptionen bzw. die Sonne selbst eine Art Stargate darstellt in andere Dimensionen. Dann hier wiederum Sonne mit Sonneneruption und einem Flugobjekt. Und Sie sehen, dass die Oberfläche eines dieser Flugobjektdarstellungen mit den Fenstern und daraus jeweils Gesichter herausschauen. Dann hier eine Darstellung verschiedener Planetensysteme. Dann, das ist eine Aufnahme von Masken dieser Sammlung, also in verschiedensten Größen, in verschiedenen Steinarten bearbeitet, also sicherlich eine tolle Arbeit, die ein einzelner Bauer sicherlich nicht machen könnte. Dann, das ist eine der Masken, die eben untersucht wurde. Sie sehen, das ist eine Steinmaske und eben beklebt mit Halbedelsteinen, mosaikförmig. Und der Klebstoff war eine Art Harz, Naturharz, also Naturmaterial, und konnte auch altersdatiert werden. Auf der Rückseite hier die
die Darstellung eines UFOs und wie ein Sarkophag, in dem einer dieser Personen liegt. Dann Gesichtsdarstellung, also Figur mit einigen Arbeiten der Augen, und zwar immer wieder die Armhaltung wie bei den ägyptischen Pharaonen, bei den Begrabenen, bei den Mumien. Dann eine Darstellung, wie sie auch auf den Nazca-Linien ähnlich dargestellt wird. Dann eine andere Maske an sich vor der Seite und an sich Rückseite. Also wie gesagt, Sie können selber ein Urteil bilden, zu gut, um wahr zu sein. In der Zwischenzeit gibt es auch Untersuchungen in Mexiko an einigen dieser Steinobjekten, und die haben festgestellt, dass die meisten dieser Steingradierungen eine Art Glasurüberzug farblos haben, der ganz, ganz dünn ist, aber sie konnten noch nicht feststellen, aus welchem Material diese Art Glasur gemacht wurde. Also für mich definitiv Originale, und wie gesagt, Altersdatierungen gehen bis zu über 14.000 Jahre zurück. Interessant insofern, dass ich bereits 2005 bei einer Reise nach Teotihuacan in Mexiko, das war glaube ich meine dritte Reise dorthin, da war ich in der Zwischenzeit befreundet mit dem damaligen Chefarchäologen der archäologischen Anlage Teotihuacan, mit Nestor Paredes. Nestor hat mir erzählt, dass er ein Jahr davor in einem unterirdischen Tunnel zwischen der Sonnenpyramide und der Mondpyramide eine Steinkassette gefunden hat, die er geöffnet hat und sofort wieder geschlossen, denn die Steinkiste war gefüllt bis oben hin mit flüssigem Quecksilber. Er hat das an das Ministerium, an die INA gemeldet, der Gang wurde sofort gesperrt, er selbst durfte nicht mehr hinein. Er war sehr, sehr sauer, das können Sie sich vorstellen, und er hat gesagt, Monate danach sind zwei amerikanische Universitäten mit Hightech in den Gang hinein und haben weitere Untersuchungen gemacht. Und das war 2005. Da hat man in den Medien absolut nichts davon gehört. Also es wurde total verschwiegen. Aber Neil Steele, ein amerikanischer Archäologe und guter Freund von mir, hat vor Jahren einen Gang entdeckt, vor der Quetzalcoatl-Pyramide, also der dritten Pyramide in Teotihuacan. Dieser Gang wurde innerhalb der letzten Jahre geöffnet, und er hat mir jetzt eine PowerPoint-Präsentation geschickt, wo er genau darstellt, was in diesem Gang gefunden wurde. Darunter waren Goldbälle, darunter waren verschiedene Objekte. Es gibt jetzt den Gangverlängerung, der in die Pyramide unterhalb hineingeht. Dort gibt es verschiedene Seitenräume. Und er hat mir gesagt, er hat versprochen den Archäologen, dass er 6 Monate darüber nichts spricht. Aber in 6 Monaten darf er mir sagen, was dort noch gefunden wurde und wird. Was sehr, sehr sensationell werden wird. Aber mich hat ihn sehr gewundert, dass die jetzigen mexikanischen Archäologen die Bekanntgabe machen durften, dass auch in diesem Gang Quecksilber gefunden wurde. Das war das erste Mal jetzt, dass offiziell bekannt gegeben wurde. Es wurde in diesem Gang Quecksilber gefunden. Und das ist insofern interessant, dass die Übersetzungen der Veden und der Mahabharata, der ältesten indischen Sanskrit-Schriften, die ja sehr viel über die sogenannten Vimanas schreiben, die Flugobjekte. Es gibt auch uralte Darstellungen dieser Vimanas. Und dort steht eben in den Übersetzungen, dass die Vimanas mit Quecksilber betrieben wurden. Und es gibt auch Hinweise, dass im Dritten Reich auch mit Quecksilberantrieb gearbeitet wurde oder versucht gemacht wurde. Also sehr interessant. Jetzt haben wir hier in der Anlage von Teotihuacan flüssiges Quecksilber. Und wir haben in verschiedenen Provinzen Mexikos Darstellungen wie die schon gesehenen und die noch folgenden. Hier auch wiederum eine Art Komet, der herunterkommt und eine Person kniend mit der Hand nach oben erhoben. Hier wiederum Darstellung, als wenn jemand einen Raumanzug anhätte. Die Maske, die Gesichtsmaske liegt vor ihm, und er hat in den Händen ein Kind, aber auch wiederum mit einem Helm.
Dann eine weitere Maske mit einer UFO-Darstellung vor der Ansicht und auf der Rückseite Flugobjekt. Aus dem Flugobjekt kommt jemand herauf, der etwas in der Hand hält und schützelt die Hand vor den Kometenhelm. Dann die Darstellung des dritten Auges mit der Einlegearbeit eines Edelsteines. Dann hier wiederum eine komplett andere Kopfdarstellung. Knien mit einem Kind in den Armen, auch einen etwas längeren Schädel. Dann hier definitiv mit einer Gesichtsmaske, also mit dem Glasschutz, wiederum in der Jack-Null-Haltung, in einem Raum und die linke Hand nach oben erhoben. Hier wiederum Flugobjekte. Also selbst für die UFO-Fans und außerirdischen Freaks waren diese Objekte zu wunderbar zu sein. Denigen, glaube ich, würde sicherlich eines dazu gerne sagen, aber ich bin der Meinung, dass er selbst glaubt, dass diese Objekte fake sind oder neu angeordnet, denn er hat bis dato nichts dazu gemeldet. Aber im Juli können wir den Bauern direkt vor Ort besuchen. Er hat dann schon die Zusage gemacht, dass wir alles filmen und fotografieren dürfen. Und er hat auf seinem Grund noch zwei Höhlen, die noch nicht geöffnet sind. Also da ist sicherlich noch einiges Spannendes zu erwarten. Hier eine Art Sarkophag und in diesem Sarkophag wiederum eine Personendarstellung mit übergroßen Mandelaugen. Auf der vorderen Seite dieses kleinen Sarkophags wiederum die Darstellung einiger Planeten und sieht aus wie ein UFO. Dann hier Stufenpyramiden. Das sind Figuren und Sie können sehen, dass viele dieser Figuren, die Augeneinlagen, entweder Edelsteine oder Goldeinlagen sind. Also sicherlich zu viel, um für einen armen Bauern alle diese Objekte herzustellen und Goldeinlagen anzufertigen, aber auch verschiedene Personendarstellungen. Dann hier wiederum komplett andere Darstellungen einer Person. Kopfform, Schädelform und Augenform. Er hält in der Hand einen Schädel, wie Sie hier sehen, der dann genauso aussieht wie diese Schädeldarstellung mit überdimensional großen Augen. Und das ist für mich das ist mein Lieblingsstück. Sie können nämlich genau sehen, dass der Kopf eben einen Helm aufhat und dass das durchsichtige Visier geschlossen ist. Er hält etwas in Händen, Sie sehen oben einen Planeten und ein Flugobjekt. Und dann kommen wir nach Kolumbien. In Kolumbien wurden in den 70er Jahren bei Straßenarbeiten verschiedene Objekte gefunden, aber in weiterer Folge auch im Norden von Bogota von den Einheimischen immer wieder bei Arbeiten auf dem Feld wurden schwarze Objekte ausgegraben, darunter diese von uns genannte genetische Scheibe. Sie können nämlich auf dieser Scheibe am oberen Drittel erkennen, rechts Mann und Kind, links daneben Spermien, also Objekte, die man mit freiem Auge sicher nicht erkennen kann. Und das zweite links davon, dort sehen Sie ein menschliches Ei mit Befruchtung und ein unbefruchtetes. Dieses Bild sieht genauso aus wie die Fotografie eines schwedischen Fotografen, der in den 80er Jahren mit einer Mikroskopkamera im Inneren einer Frau eben Fotografien gemacht hat, wo man auch erkennen kann, genau dieselbe Darstellung von befruchteten Ei, unbefruchteten Ei. Auf der Rückseite, hier sehen Sie eine der Fotoaufnahmen dieses schwedischen Fotografen neben dieser Seite und auf der Rückseite. Und das ist für mich wieder das schwer Erklärbare. Wenn jemand in der Lage ist, so eine Darstellung so präzise, perfekt zu machen, warum man rechts im rechten oberen Teil Mann, Frau, Kind mit breiten Schädeln, mit runden Augen darstellt und im unteren Teil aber Mann und Frau mit runden Augen, eigentlich dort, wo die Augen hingehören, aber anders aussehen, warum das gemacht wurde. Und am Außenring sehen Sie die Darstellung wie die Entwicklung vom Fötus. Also das sind alles Sachen,
die man eigentlich vor allem das unbefruchtete, befruchtete Ei und die Spermien, das man mit normalem Auge sieht, erkennen kann. Das Material laut Professor Gutierrez war Lüdit. Lüdit ist ein Schieferkiesel, der aber sehr, sehr schwer zu bearbeiten ist und sehr leicht blättrig förmig bricht. Das sehen Sie beim Kreis im Zentrum rechts auf ca. 5 Uhr, dass dort ein Blättchen praktisch weggebrochen ist, schon beschädigt. Wir haben die Sachen 3 Monate vor der Ausstellung in Wien 2001 untersuchen lassen im Naturhistorischen Museum Mineralogieabteilung mit Röntgenfraktaluntersuchung. Es wurde festgestellt, dass es sich tatsächlich um Lüdit handelt. Und bei dieser Untersuchung war auch Dr. Distelberger dabei, der gemeint hat, er ist froh, dass er dabei war, sonst hätte er nicht geglaubt, dass das Lüdit ist. Wir haben aber die Bestätigung, dass es Lüdit ist. Und nachdem er alle diese Objekte, wie die weiteren hier, alle aus demselben Material Lüdit untersucht hat, hat er gemeint, ich kann dir weder sagen, wann das gemacht wurde, wie das gemacht wurde und wer das gemacht hat, aber ich kann dir als Einziges sagen, wir wären heute nicht in der Lage, mit unserer Technologie die gleichen Objekte aus dem gleichen Material herzustellen. Wurden in den 70er Jahren in Kolumbien gefunden. Jedes dieser Objekte hat absolut nichts zu tun mit einer bekannten präkolumbianischen Kultur. Und damit müssen wir davon ausgehen, dass diese Objekte auf jeden Fall älter sind als 6000 Jahre. Denn die älteste präkolumbianische Kultur ist die Valdivia-Kultur. Das ist das pazifische Gebiet von Ecuador, die ersten Keramiken hergestellt haben. Hier wiederum ein Verweis auf Zusammengehörigkeit. Valdivia-Kultur ist die älteste präkolumbianische Kultur in Südamerika. Die Jomon-Kultur in Japan ist die älteste bekannte japanische Kultur. Jomon-Kultur wiederum Steingebäudestrukturen, die Ähnlichkeit haben Steinbearbeitung mit Peru. Und Keramik, die Jomon-Kultur hat Keramikobjekte und ich habe in Japan welche gesehen und in Ecuador viele gesehen. Es gibt dort Vasen mit denselben Eingravierungen bzw. Formen, eins zu eins ident mit den Valdivia-Kulturen. Das heißt, wenn Sie eine Vase aus der Jomon-Kultur mit einer Vase von der Valdivia-Kultur vergleichen, würden Sie sogar Experten schwer tun, festzustellen, welche jetzt wirklich welche ist, denn die haben so eine große Ähnlichkeit. Das wäre der nächste Hinweis, dass es vor vielen, vielen tausend Jahren bereits Verbindungen zwischen Südamerika und Asien gegeben haben muss und es wären wiederum Hinweise auf die tatsächliche Existenz von Mu, dem Kontinent Mu. Und da wiederum, ganz kurz Ausschweifung auf die Osterinseln, dort gibt es ja die riesigen Moai-Darstellungen. Vor einigen Monaten habe ich ein Programm von Ancient Aliens in der amerikanischen History Channel Sendung, die weltweit super sensationell läuft, die aber meiner Meinung nach nicht immer seriös ist, denn dort wurden die Mais als von den außerirdischen gebrachten oder hergestellten Objekten handelt, weil die schauen ja alle nach oben. Das hat mich interessiert und ich habe meinen Freund gebeten, eben ob man mal einen Scan über die Osterinseln machen. Was haben wir gefunden? Wir haben bei den meisten der Mais in einer relativ großen Distanz hinter dem Moai ein sehr, sehr tiefes Grab gefunden. Und Sie wissen ja, dass schon damals Thor Heyerdahl einen Moai ausgegraben hat, der sehr tief hinuntergeht. Jetzt finden wieder Ausgrabungsarbeiten bei den Moai statt. Und die graben sehr, sehr viele Meter, 8 Meter, bis zu 8 Meter in die Tiefe. So tief stehen diese Moais teilweise in der Erde. Und komischerweise, diese Gräber sind auch zwischen 8 und 10 Meter tief. Und zwar konnte mein Kollege viele dieser Gräber feststellen, relativ tief, Knochen, Gold und Edelstein. Und es gab niemals Goldabbau auf den Osterinseln und auch keine Edelsteinfunde. Das heißt, woher sind die Goldvorkommen, die dort als Grabbeilagen tatsächlich dort sind, und die Edelsteine. Und da habe ich einfach nach Gefühl, habe ich in einem Antiquariat
das erste Buch von Dor Heyerdahl gefunden. Ich glaube, das war 1956, seine erste Expedition auf die Osterinseln. Und es war ja die wirklich erste wissenschaftliche Expedition, die er gemacht hat. Und da stand auf Seite 5 oder 6, Zufall gefunden, stand, und als wir dort an Land gingen und das erste Mal mit den alten Ureinwohnern Gespräche fanden, erklärten sie mir, dass in ihren Überlieferungen immer wieder gesagt wurde, dass auf diesem Gebiet früher die Könige begraben wurden. Die Könige. Das heißt, gibt es tatsächlich wichtige, wertvolle Gräber, die sehr, sehr tief sind, die aber immer wieder in Verbindung mit einem Moai sind. Das heißt, für mich jetzt einfach die Meinung, wenn ich hier einen Moai habe, der nach oben schaut und genau hinter ihm in einer Distanz entfernt ein Grab hat, dann ist es für mich ein Grabstein. Und warum schaut er nach oben? Weil die Seele eben nach oben geht. Ne? Und jetzt wäre interessant, dass uns irgendwann einmal die Wissenschaft glaubt und irgendeine Universität, die dort Grabungen macht, sagt, okay, ein Versuch ist es wert. Wir geben denen die GPS-Position eines der Gräber, die machen dort eine Grabung und dann wird es interessant. Erstens sind Knochen vorhanden, das heißt, es wäre möglich, Altersdatierungen zu machen. Es wäre möglich, wenn das Skelett noch beisammen ist, festzustellen, um welche Art von Menschen hat es sich gehalten, vielleicht waren es Riesen, deswegen auch so groß die Grabdenkmäler oder Staffeln. Dann, wenn Zähne vorhanden sind, was sicherlich der Fall ist, dann könnte man einen dieser Zähne aufbohren und versuchen, eine DNA-Analyse zu machen. Wie man sieht, ist es ja mit der heutigen Technologie möglich, auch sogar bei 23.000 Jahre alten Knochen DNA festzustellen, und dann könnte man vielleicht feststellen, dass es diesen Kontinent Mu tatsächlich gegeben hat, denn auf den meisten der pazifischen Inseln, auch auf Hawaii, gibt es riesige Steinmonumente, Denkmäler bzw. Gebäudestrukturen. Nanaul zum Beispiel, da bin ich jetzt mit einer Amerikanerin in Verbindung über das Internet, die 25 Jahre Untersuchungen auf Nanaul gemacht hat. Sie schreibt jetzt ein Buch und schickt mir immer die ersten Kapitel, eins nach dem anderen, mit Fotos, die genau darauf hindeuten, dass es diesen Kontinent wohl tatsächlich gegeben haben muss. Denn es sind hier Symbole drauf, die wir auf verschiedenen anderen pazifischen Landteilen finden. Das heißt, das wäre für die Zukunft sicherlich noch wertvolle, interessante Information. Leider waren die zwei Stunden hier zu knapp an diesem Tag des Kongresses Impulse für die neuen Zeit, den der Prana-Verein veranstaltete. Und daher konnte Herr Donner dieses umfangreiche Material seiner ganzen PowerPoint-Präsentation nicht zeigen. Denn an diesem Wochenende traten noch viele andere hochinteressante Menschen auf, wie zum Beispiel Professor Bernd Senf, Professor Dr. Franz Hörmann, Harald Kautz-Weller, Dr. Heinrich Kusch, Franz Josef Suppand und Günther Hauer. Herr Donner hat über vorzeitliche Riesenmenschen noch viel mehr gesehen, als er bei diesem Kongress in Salzburg anschneiden konnte. Doch weil mir Herr Donner eben netterweise für diesen Film diese PowerPoint-Präsentation dagelassen hat, kann ich euch nun auch diese letzten Bilder zeigen. Es war mir eine große Freude, diesen mutigen und genialen Forscher bei diesem Kongress kennenlernen zu dürfen. So, kommen wir nun zu einem kleinen Klaus-Donner-Ausschnitt über eine seiner vielen interessanten Themen, den Riesenmenschen aus grauer Vorzeit. Die Reise geht nach Kolumbien, wo Herr Donner Professor Jaime Gutierrez aus Bogota besuchte. Hier ist das Kloster Santo Eco Homo zu sehen, das 1620 in der Gegend Villa de Leyva erbaut wurde. Für den Aufbau des Klosters wurden zum Teil sehr mysteriöse Fossilien verwendet. Auf diesem Foto sehen Sie den großen Forscher Professor Joaquim Gutierrez. Hier können Sie auch sehen, dass der Sockel von dem Jesuskreuz nicht nur aus Tierfossilien besteht, sondern auch aus kultivierten Obstfossilien.
Dies hier ist eine Nahaufnahme dieses Sockels, wo Sie eine fossile Ananas sehen können. In diesem Kloster gibt es Bodenfliesen, die auch aus Fossilien bestehen. Aber nicht nur aus Schneckenfossilien, den sogenannten Ammoniten, sondern auch kultivierten Mais, Artischocken und anderes Obst zeigt. Und wenn man mal so in diese Bilder reinversinkt, könnte man schon fast glauben, vor einer prähistorischen, versteinerten Speisekammer zu stehen, die eben aus Meeresfrüchten, Obst und Gemüse besteht. Auf diesem Foto sehen Sie den Vater Huerta. Er ist auch Professor für Archäologie, Botanik und Anthropologie. Er fand in der Umgebung von Villa de Leyva Fossilien von vielen kultivierten Obstbäumen und Gemüsesorten, wie zum Beispiel Mais, Ananas, Avocado. In seinen Händen hier hält er fossile Kakao- und Bananenüberreste. Dies bedeutet, dass die damaligen Menschen, die vor Millionen Jahren lebten, schon bekannte Arten von Obst aufgezogen hatten. Es handelt sich hier nicht um Wildobstbäume. Da diese Sorten auf diesem Foto Zuchtformen sind, die nur von Intelligenzwesen kultivierte bekannte Typen aufweisen. Die Dinosaurier waren damals sicher nicht in der Lage, um Obst und Gemüse, so wie wir sie heute kennen, so zu kultivieren. Obwohl, wenn man die Funde, die uns Herr Donner hier präsentierte, betrachtet, der Nomoli-Steinfiguren in Westafrika, dann kann man davon ausgehen, dass es Anzeichen gibt von einer menschlichen und reptiloiden Riesenrasse, die noch dazu über eine Art Technologie verfügten, die unsere Zivilisation als sehr rückständig und dekadent erscheinen lässt. Auf diesem Foto sehen Sie einen fossilen Kakao und eine Banane, die der Vater Huerta im ganzen Gebiet um diesen Kloster herum gefunden hat. Es gibt auch einen kleinen Ausstellungsraum in diesem Kloster, wo man verschiedene versteinerte Überreste von diesem Obst und Gemüse sehen kann. Hier ist fossiler Pinus zu sehen, den Kiefernzapfen. Die ältesten Baumarten sind die der Farne, gefolgt von den Nadelbäumen. Die Laubbaumarten, die zuerst mit dem Ginkgobaum das Tageslicht der Erdzeitalter erblickte, ist die jüngste in der Reihe der gängigen Baumevolutionstheorie-Lehre. Jedoch habe ich damals als Kind eine Fernsehsendung mit den Forschern Heinz Schürch und Guido Ebner gesehen, die die jetzigen Theorien von ausgestorbenen Lebewesen vollkommen auf den Kopf stellen. Diese Wissenschaftler zeigten in dieser Sendung ein sehr erfolgreiches und einfaches Experiment, das der Urzeitcode genannt wurde. Sie zeigten dort, dass wenn man Samen von heutigen Pflanzen oder Fischeiern wie der Forellen mit einer Technik behandelt werden, die mit Elektrofeldern wirken, diese Tiere und Pflanzen von einer Stärke, Größe, Gesundheit und Ergiebigkeit ausgestattet sind, die man ansonsten nur noch von ausgestorbenen Tieren und Pflanzenversteinerungen herkennt. Und in dieser Fernsehsendung aus der Schweiz von 1988 mit dem bekannten Kurt Felix zeigten diese Forscher Fossilien von Pflanzen, die es nach gängiger Wissenschaftslehre noch nicht gegeben haben durfte. Und sie zeigten auch lebendige Pflanzen und Tiere, die es heute nicht mehr geben dürfte. Sehr auf den Kopf gestellt war da auf einmal diese Sachlage, wenn ich dies so sagen darf. CryptoTV hat auch einen YouTube-Kanal und da haben wir euch eine Playlist abgespeichert mit den Namen der Urzeitcode 1988. Dort findet ihr an die 8 Filme, die über diese Forschung handeln. Und insbesondere findet ihr auch hier diese Schweizer Fernsehsendung vom Jahre 1988. Dass Riesenmenschen zumindest früher in der Urzeit existiert hatten, sehen Sie auf diesem Foto. Vater Huerta hält ein Fossil eines menschlichen Schlüsselbeins in der Hand. Beachtlich ist die Größe dieses Fundes von etwa 20 cm.
Der heutige Mensch erreicht eine Durchschnittslänge von etwa 12 cm. Hier sehen Sie auch noch ein Vergleichsbild von einem Schlüsselbein des heutigen Menschen. Was belegt, dass die Geschichten über diese Riesenmenschen echt ist. Es gibt Funde von Riesenskelettteile auf unserer Erde, die Menschen zeigen, die von 3 bis sogar an die 8 oder mehr Meter hoch waren. Fossilierte Hände in einer Steinplatte. Die jüngste Entdeckung ungewöhnlicher Artefakte von versteinerten Riesenmenschen stammte ebenfalls aus Kolumbien in demselben Gebiet von Bogota. Der an der Universität in Bogota lehrende Industriedesigner, Professor Chaim Gutierrez, hatte vor einigen Jahren diese fossilierten Hände gefunden, die deutlich die Knochensegmente der Finger erkennen lassen. Sie sind in einen Stein fest verschmolzen. Zusammen mit diesen Händen wurden Fossilien in Relikte von Dinosauriern entdeckt, die in geologischer Schichten zwischen 120 und 140 Millionen Jahre angesiedelt sind. Nach bisherigem Wissensstand scheint es ausgeschlossen, dass im Erdzeitalter der Dinosaurier-Mensch existiert hätten. Erst vor 5 bis 7 Millionen Jahren trennten sich laut Abstammungslehre die Wege von Affen und Mensch. Wie könnte dann aber solche Versteinerungen menschlicher Hände zustande kommen? Ein zeitliches Paradoxon, das noch einer wissenschaftlichen Erklärung bedarf. Im Gebiet von Bogota wurden auch zahlreiche versteinerte Knochenstücke mit eingeschnitzten Tierdarstellungen gefunden. Bei diesem Knochenfund mit der eingravierten Echse und ihrem Armreif, der bei ihr angebracht ist, hat es den Anschein, als ob es sich um eine Nachbildung eines prähistorischen Haustieres handelt. Diese versteinerten Schädelplatten sind auch hochinteressant. Sie zeigen den Schädel eines Tieres, das heute noch nicht bekannt ist. Bei näherer Betrachtung erkennt man auch, dass diese Schädel schöne Eingravierungen haben. Welche Menschen haben also vor Millionen von Jahren solche Leistungen vollbracht? Und damit möchte ich an Herrn Ingenieur Kusch übergeben, denn auf den Beitrag freue ich mich jetzt. Und ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Herzlichen Dank. Zu sagen, du bist ein Mut. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Herzlichen Dank. Es gibt noch viel zu sagen. Ich weiß, er hätte jetzt noch 3 Stunden weitersprechen können. Wow.
Bye.